30, wie ich finde, ja eine ganz besondere Zeit. Denn was gibt Sonntag 21.30 Uhr? Sonntag 21.30 Uhr seit vielen, vielen Wochen, ich zähle schon mittlerweile gar nicht mehr mit, Sonntag 21.30 Uhr ein bisschen über Games quatschen, ich mit euch da draußen und dann Zelda zocken, ja. Auch wenn das Bild hier neben mir nicht so aussieht wie Zelda. Heute geht es wie immer um Zelda zocken und wir müssen unbedingt auch noch reden über dieses tolle Spiel hier an meiner Seite. Also Wochenrückblick und dann Zelda zocken, das steht heute am Plan. Ich weiß, ich bin ein bisschen früh dran heute, aber ich konnte es einfach nicht mehr warten, mit dem Stream anzufangen, wenn dann alles mal funktioniert. Und zum ersten Mal in Full HD und es sieht ganz so aus, als würde die Leitung halten. Also wenn die Leitung Probleme macht, dann schreibt es mir bitte in den Chat. Dann weiß ich, dass ich ein bisschen mit der Auflösung runtergehen muss. Was war noch? Ja, schwere Verletzung, Leute, schwere Verletzung. Mein wichtigstes Stück hier, der Gaming-Daumen, wurde heute bei einer Reparatur verletzt. Jetzt kann ich nur noch mit der rechten Hand spielen, aber das ist kein Problem. Zelda geht super mit der rechten Hand. Mit rechts und links hatte ich heute bei einigen Spielen schon Probleme, aber darauf kommen wir dann gleich in den News zum Sprechen. Schnappt euch was zum Trinken und quatschen wir mal ein bisschen über die Woche. Auch gerne natürlich zum Thema des Tages ein bisschen quatschen. Könnt auch gleich was in den Chat dazu schreiben oder auch gerne nachträglich in die Kommentare. Wie gut passt ihr da draußen auf eure Gaming-Konsolen auf? Und ich denke da natürlich besonders an die mobilen Konsolen wie Switch und DS. Ich meine die PS3, 4, 5, die hat man dann ja sowieso irgendwo stationär stehen. Da braucht man nicht viel aufpassen. Aber wie gut passt ihr da draußen auf eure Gaming-Konsolen? Ich bin ja da sehr heikel, aber ich quatsche dann auch ein bisschen drüber während dem Zocken, dann mit dem Zelda-Zocken drüber. Gut, machen wir weiter mit der Woche. Was war denn so die Woche? Wie immer, mein Wochenrückblick hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind einfach nur so die Dinge, die mir ins Auge gefallen sind und die ich irgendwie für wichtig oder interessant finde. Und da ist mir doch wie so oft wieder mal Pokémon in den Schoß gefallen. Pokémon Snap für die Nintendo Switch ist erschienen. Ja, der Nachfolger vom legendären Pokémon-Spiel auf dem Nintendo 64, das auch ich wirklich ganz gern mal gespielt habe. Aber 60 Euro, ist es das wirklich wert? Und ich habe da auf Twitter ein paar Leute gefragt und zumindest die Leute, die ich gefragt habe und die sich das wohl für 60 Euro gekauft haben, haben gemeint, das ist es schon wert. Viel Geld, aber es ist es wert. Ist natürlich die Frage, kann man das denn noch realistisch beurteilen, wenn man 60 Euro hingeblättert hat, dann wäre ja alles andere ein Eingeständnis an Fehler sozusagen. Aber andererseits, das Spiel wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht billiger werden. Also man kann das wahrscheinlich auch noch lange Zeit gebraucht locker für 40 Euro verkloppen. Ja, das war so mein Kommentar zu Pokémon. Und ich bekomme einen Hinweis im Chat. Wir müssen ja noch eine Truhe hier öffnen. Aha, ich sehe, die Verbindung ist nicht so gut, wie sie sein sollte. Ich gehe da jetzt sicherheitshalber mal runter mit der Auflösung. Ich stelle das hier mal schnell um on the fly. Ich bin gleich wieder da. Sorry. So, ich hoffe, ich bin wieder da. Eieieiei, da habe ich das extra noch getestet. Und kann mir mal sagen, ob der Stream funktioniert? Das wäre natürlich toll. Geht der Stream? Fragezeichen. Ich habe hier meine Probleme. Es wird mir nämlich angezeigt, Warning, der Stream läuft nicht, steht hier.
Warum auch immer. Ich kann hier nur noch mal... Er geht, der Stream geht. Okay, bei mir wird es als nicht funktionierend angezeigt. Das ist natürlich, das macht mich natürlich ein bisschen fertig. Danke für die Rückmeldung. dann belasse ich es einfach so, die Warnmeldung, und mache weiter. Hat mich jetzt natürlich wieder komplett aus dem Konzept gebracht, wenn mir YouTube sagt, mein Stream geht nicht. Gut, danke für die Rückmeldung. Machen wir weiter mit dem Wochenrückblick. Wir waren bei Pokémon für 60 Euro und landen bei Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons auf der Nintendo Switch. Ein Spiel, das ich auch ab und zu mal ganz gern spiele. Und das bekommt jetzt mit dem nächsten Update Cross-Speichern. Das heißt, man kann auf dem PC oder wo auch immer man gerade sitzt und möchte Minecraft Dungeons spielen, abspeichern und dann auf der Switch weiterspielen und natürlich umgekehrt. Finde ich eine coole Sache. Allerdings, warum kauft man sich das denn zweimal? Ich meine, auf der Switch läuft es nicht ganz so perfekt, wie es laufen könnte. Das habe ich ja schon gemerkt. Ich habe es ja nur auf der Switch. Aber auf die Idee würde ich jetzt nicht kommen, mir das Ganze nochmal zu holen auf PC oder woanders. Also warum auch immer. Aber große Fans, die das vielleicht unterwegs spielen wollen, unbedingt, die holen sich das doppelt. Kann sein. Also Minecraft-Fans freuen sich über Cross-Speichern. Ist ja was Schönes. Was gibt es noch? Ja, noch mehr Crossplay-News. Noch mehr Crossplay-News für die Switch. Nämlich Fall Guys kommt später. Fall Guys kommt später, aber dafür mit Crossplay. Wurde so angekündigt. Aber muss ich mal sagen, sorry, Crossplay, davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass es hier Crossplay geben wird bei Fall Guys, ist jetzt nicht unbedingt Rocket Science. Und warum das später kommt, naja, ich tippe mal, die Arbeitsbedingungen werden jetzt momentan durch diverse Gründe, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht ganz optimal sein. Und daher nehme ich mal an, ein bisschen eine Verzögerung. Besser, die Jungs und Mädels lassen sich ein bisschen Zeit und liefern uns die beste Version von Fall Guys, die es gibt, als dass das Ding zu früh rauskommt und floppt, wie es ja schon viele andere Entwickler gemacht haben und sich dann damit ziemlich in die Kacke geritten haben. Siehe Cyberpunk. Ich habe eine okay, ich verstehe den Chat leider nicht. Machen weiter mit Nintendo erhöht, also Gerücht, also aufpassen, Anführungszeichen, Gerücht. Nintendo erhöht die Nintendo Switch-Produktion, was jetzt, wenn dieses Gerücht stimmt, nicht unbedingt dafür sprechen würde, dass der Nachfolger vor der Türe steht, was allerdings meine Theorie bestätigen würde, dass die nächste Switch, die Switch 2, Switch HD, wie auch immer man es nennen möchte, erst zu Ostern nächstes Jahres kommt. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, die kommt erst zu Ostern nächstes Jahr. Und das scheint wenn das dem wahr ist, scheint das dem für zu sprechen. Was haben wir hier noch? Ja, was war noch die Woche? Ja, Behold the Kickman, ein Fußballspiel, ist jetzt im Angebot. Wollte ich mal nur so erwähnen, für 1,64 € ein Fußballspiel im Angebot. Ich werde euch da gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, zu diesem Fußballspiel. Und was haben wir noch die Woche gehabt? Ja, ich habe wieder ein bisschen in der Endzone gelesen und habe hier in der Endzone entdeckt. Wo haben wir es denn hier? Harvest Moon, schaut euch mal diese Wertung an. Harvest Moon mit einer 3er-Wertung. Eieieiei. Das muss ja richtig übel sein. Aber die Grafik hier, auf der Webcam zeigen ist das natürlich Blödsinn, aber die Grafik, die schaut aus, als wäre es auf dem Nintendo 64. Nichts gegen den Nintendo 64, war eine coole Konsole, aber wir haben hier 2021, da brauche ich ein bisschen eine bessere Grafik als total lieblos hingeklatschte Wiese als grüne Fläche und so weiter. Harvest Moon, was ist denn da passiert? Das war mal eine richtig coole Sache. Der Chat hat eine Frage zur 10 Euro Capture-Karte. Ja, warum nicht? Die ist mir letzte Woche abgeraucht, leider.
Man kann dann nur auf dem PC spielen. Man sieht das Bild dann nur auf dem PC, wenn man die 10 € Capture-Karte verwendet. Das ist dieses Stück hier. Darüber wollte ich sowieso jetzt sprechen bei den News. Dieses wunderbare Stück, die 10 € Capture-Karte, die ich vielen Leuten empfohlen habe, die ist mir geschmolzen. Ja, geschmolzen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie ist beim letzten Mal so heiß geworden, dass sie ihre Funktion aufgegeben hat. Also, das heißt, ihr könnt, wenn ihr euch diese Capture-Karte kauft für 10 Euro, was ja wirklich überhaupt kein Geld ist, dann könnt ihr damit rechnen, dass das Ding irgendwann einmal eingehen wird. Und ich habe den Hersteller angeschrieben und der hat absolut die Schnauze gehalten und gar nicht geantwortet auf meine Frage, ob er mir das noch umtauscht nach 6 Monaten. Aber immerhin, das Ding hat 6 Monate gehalten, ist auch nicht so schlecht. Für 10 Euro, ja, ist halt schade um die Metalle und das Material, das hier verbaut wurde, wenn das defekt ist. Ja, man hat dann beim Zocken mit so einer kleinen Karte nur noch einen Bildschirm, nämlich den Bildschirm, wo du aufnimmst am Monitor. So, wir gehen weiter. Ich habe natürlich diese Capture-Karte tauschen müssen und ich habe kurz überlegt, aber ich habe mir nicht die gleiche nochmal gekauft. Ich habe mir diese hier geholt. Ich habe mir hier das recht unten Modell von Elgato geholt. Deswegen jetzt auch in 60p. Und in Full HD. Zumindest habe ich jetzt die Möglichkeit dazu. Und ich habe das Ganze für 100 € gebraucht bekommen. Also wenn ihr euch eine Capture-Karte holt, eine billigere, also nicht so ein 10-Euro-Ding, sondern eine gute, dann überlegt es euch, vielleicht das Ganze gebraucht zu holen. Oft haben die Leute nur ganz kurz Bock drauf, mal versuchen, was zu streamen, haben dann keinen Bock mehr und verchecken das gleich wieder. Gut, wir kommen wieder weiter zum Zocken. Wir kommen weiter zurück zum Zocken, nämlich zum Controller-Test. Ich habe diese Woche einen 10-Euro-Controller gekauft und getestet. Immer alles 10 Euro. Warum eigentlich? Die Capture-Karte kostet 10 Euro, der Controller 10 Euro. 10 Euro ist irgendwie so der Preis für einen No-Brainer, oder? Das ist, glaube ich, so der Preis, wo die Leute nicht nachdenken und einfach kaufen. 10 Euro. Ja, auf jeden Fall habe ich wohl auch nicht allzu viel nachgedacht und habe mir für 10 Euro eine Capture-Karte, einen Controller geholt und habe einen Test dazu gemacht. Den Test findet ihr bei mir auf dem Kanal und ich möchte schon mal schon so viel verraten, der Controller ist nicht einmal so übel. Für 10 Euro, ich war überrascht. Ich habe mir wirklich ganz, ganz Schlimmes eigentlich erwartet. Ja, was war noch die Woche? Ja, bei Behold the Kickman auf der Switch gezockt. Ein Fußballspiel, das gibt es jetzt im Angebot für 1,64 € und wer den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, ich habe mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Ich würde niemals freiwillig ein FIFA spielen oder sonstiges, aber Behold the Kickman ist ein Spiel, ein Fußballspiel von jemandem gemacht, der absolut keine Ahnung hat von Fußball. Und so fühlt sich's auch an. Es ist mit geilen Dubstep unterlegt. Und ja, schaut euch mal den Trailer vielleicht an, wenn ihr so Bock auf ein billiges Indie-Game habt. Ich habe damit jetzt sicherlich schon ein paar Stunden verbracht. Nur mit dem Daumen hier, mit dem geschnittenen, geht das jetzt nicht so gut. Aber nächste Woche wird sicherlich Behold the Kickman jede Menge gezockt. Vielleicht mache ich auch ein Video dazu. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden interessiert. Aber wenn es jemanden interessiert, gerne in die Kommentare oder in den Chat. Dann gibt es vielleicht noch ein Video dazu. Jo, was war noch? Horizon Chase Turbo, das Spiel, das hier gerade läuft, habe ich gezockt. Wieder mal ausgiebig. Ein Spiel, das ich schon länger habe, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich es wieder hervorgekramt. Und hatte richtig Spaß mit dem Game. Horizon Chase Turbo gibt es jetzt auch eine Erweiterung dafür, aber ich wüsste nicht, wofür man die Erweiterung braucht. Also allein mit dem Grundspiel hat man so unendlich viele Strecken und Zeit hier, die man da reinstecken kann. Und ganz wichtig, das Game hat eine Highscore-Liste. Man sollte glauben, es ist selbstverständlich, dass so ein Game Highscore-Listen hat, aber ich wurde schon öfters des Besseren belehrt. Dieses Game hat eine Online-Highscore-Liste und eine Freundes-Highscore-Liste. Das heißt, dieses Game macht so einiges richtig, um Arcade-Action aufkommen zu lassen. Also, wer so Outrun und solche Dinge gern gespielt hat früher und solche Arcade-Kracher, der sollte sich das Game unbedingt einmal anschauen. Vielleicht mache ich da auch dazu irgendwann mal noch ein Video. Ja, was sonst noch über die Capture-Karte habe ich schon gequatscht. Ja, ich habe die Woche ein bisschen Zelda geübt. Ich muss ein bisschen gestehen. Ich wollte die Capture-Karte ein bisschen ausprobieren und habe einfach mal die Capture-Karte ausprobiert, indem ich auf Facebook ein bisschen gestreamt habe.
Und da habe ich dann das letzte Level, das ich beim letzten Mal, wo das letzte Mal die Capture-Karte abgestürzt ist, ein bisschen probiert und geübt und mich dann so circa auf den letzten Punkt abgespeichert, wo wir denn beim letzten Mal aufgehört haben. Und damit kommen wir dann auch schon hier zum Game. Mich nervt jetzt, YouTube regt sich jetzt schon wieder auf. Aktuelle Bitrate liegt über dem, die aktuelle Bitrate ist zu hoch, sagt er mir jetzt. Okay, Moment, ich stoppe nochmal kurz und dann machen wir weiter mit Zelda. Also eine halbe Minute Pause und dann geht es weiter mit Zelda. Ich muss hier kurz nochmal was umstellen. Die neue Capture-Karte macht mir noch ein bisschen zu schaffen, aber ich verspreche, ich werde das sicherlich bald wieder im Griff haben. So, so, da. Gut, Stream wieder zurück. Ich hoffe, der Stream läuft jetzt wieder besser. Ja, er regt sich nicht mehr auf und er sagt, gute Verbindung. Wunderbar. Und nein, Tami, ich vergesse die Truhe nicht. Würde mir niemals einfallen. Okay, es könnte durchaus passieren, bei meinem Vergesslichkeitsniveau, dass das passieren könnte. Nein, die Truhe natürlich. Ich habe sie sogar vorbereitet. Hier, bitte sehr, extra in Photoshop bearbeitet. Die dritte Truhe habe ich ja beim letzten Mal genommen und die dritte Truhe war leider keine gute Truhe. Ich wurde da ganz gut gelinkt. Ich war mir sicher, ich bin da am richtigen Pfad. Und ich habe die ganze Woche, ich habe wirklich die ganze Woche drüber nachgedacht, immer wieder, und bin zu dem Entschluss gekommen, nachdem die dritte Truhe das Richtige gesagt hat, und bin ich eigentlich relativ sicher, dass es die zweite ist. Also ich sage, es ist die zweite Truhe und ich hoffe, der Stream geht. Wenn ich eine Nachricht von meiner Moderatorin bekomme, dann weiß ich, dass der Stream geht und dann weiß ich auch, ob ich die Truhe jetzt dann geöffnet habe. Ich kriege eine Nachricht mit der Truhe. Aha, die Truhe lädt noch. Die Truhe lädt noch. Okay, was ist da drinnen? Da ist drinnen Nintendo-Guthaben? Echt jetzt? Super Mario, Nintendo-Guthaben freigeschaltet, Lootbox geöffnet. Nice. Ich sage mal danke und da habe ich's. Ich glaube, ich habe das Truhenspiel durchgespielt. So, da. Wunderbar. Das war das Truhenspiel. Und es macht mich immer noch vollkommen irre, dass mir YouTube die ganze Zeit sagt, dass der Stream nicht funktioniert. Wieso? Wieso sagt mir YouTube die ganze Zeit, der Stream funktioniert nicht? Das macht mich total gaga im Kopf. Ich kann so nicht arbeiten. Ich schalte mal auf den Gaming-Monitor. 2x15 Euro, das kann ich ja gar nicht annehmen, muss ich sagen, Tami. Das kann ich ja gar nicht annehmen. Das ist definitiv, da hätte ich ein schlichtes Gewissen. 2x15 Euro, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das annehme. Aber natürlich trotzdem danke. So, da. Gut. Ich bin jetzt wieder im Gaming-Modus, wir schalten die Musik ein. Und wenn wir vielleicht nochmal jemand im Chat sagen könnte, ob der Stream läuft, ich frage jetzt echt noch das letzte Mal, weil mein Kontrollmonitor sagt, es funktioniert nicht. Ja, das war wirklich mega Loot. Also ein Nintendo-Gutschein ist so ziemlich das Geilste, was man so looten kann auf der Welt, oder? Kann man immer brauchen. Und vor allem oft denkt man sich, ja, das kaufe ich mir nicht. Und wenn man dann ein Guthaben hat, dann gönnt man sich doch einmal als ein oder andere. Gut, Tami sagt mir, der Stream läuft. Danke sehr an die beste Moderatorin der Welt hier. Und ich ziehe es jetzt einfach durch. Ich schaue einfach nicht mehr auf diesen YouTube-Bildschirm, der mir sagt, dass es nicht geht. So, gut. Wir gehen weiter. Und
Wir haben Zeitdruck. Wir haben ja Zeitdruck. Das war ja das Problem. Und ich habe es jetzt bis hierher nochmal gespielt, den Dungeon, also den letzten Abschnitt, wo die Karte beim letzten Mal abgeraucht ist. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, aber ich glaube, ich habe jetzt circa eine Minute mehr Zeit. Also 7 Minuten 30 habe ich jetzt für diesen Dungeon Zeit. Und ich habe letztes Mal ja so abgelästert darüber, dass es mich wahnsinnig nervt, dieser Zeitstress. Ist immer noch so, sage ich ganz klar. Aber gut, da kann man durchrennen. Moment, da kann man durchrennen. Da kann die Bombe durchschicken. Aber ich sehe ein, dass das Level-Design wirklich großartig ist bei diesem Spiel. Habe ich jetzt eingesehen, als ich das hier nochmal gemacht habe, auf Zeit, um hier Zeit dazu zu gewinnen. Und da merkt man, das Level-Design ist top. Ich mag das trotzdem nicht mit dem Zeitdruck. Aber ich muss eingestehen, dass das Level-Design wirklich ganz großartig ist bei diesem Spiel. So, haben wir hier mal was runtergemacht. Das ist hier noch beim letzten Mal aufgefallen. Dann muss ich mal hier raufhüpfen. Nein, ich muss mir die Peitsche holen. Ich muss mir hier die Peitsche holen, damit ich da rauf kann. Oder soll ich zuerst mal nach... Nein, ich gehe zuerst mal nach links. So rum. Ich gehe zuerst mal nach links. Und da ist dieser Felsen. Und ich wusste letztes Mal nicht, was ich mit diesem Felsen machen soll. Und beim Testen letztens, ich habe ja auf Facebook einen Teststream letztens gemacht, ob die Capture-Karte halbwegs funktioniert. Und da habe ich herausgefunden, dass man hier diesen Ding hier verschieben kann. Und da kann man natürlich auch Gegner platt machen damit. Und genau das machen wir jetzt. Wir warten, bis der Gegner nah genug dran ist. Dann schieben wir das hier runter. Und bam! Voll das coole Rätsel, oder? Wir schnappen uns jetzt hier einfach den Schlüssel, zapp, zapp und haben einen Schlüssel mehr. Ein Schlüssel mehr ist ja schon mal richtig geil. Nintendo Switch Guthaben. Ich kann ja mein Glück immer noch nicht fassen. So, weiter geht's. Da bräuchte ich die Peitsche. Die Peitsche. Ah, ich sehe ja hier, mal nur so in die Tüte gekotzt. Ich glaube, es gibt nur noch ein Ding, das ich mir holen kann, nur noch ein Item. Weil es ist nur noch Platz mehr für eins hier. Also irgendeinen Dungeon, irgendetwas gibt es noch. Vielleicht so ein Eisstrahler oder so, der hier noch Platz hätte. Gut, ich gehe da mal weiter und hüpfe da mal darauf. Ah, komm, Link. Ist jetzt gerade super praktisch, dass ich das hier mit dem Stift spielen kann, weil ich hatte heute echt Probleme beim Zocken, weil ich mir den Finger verletzt habe. Wenn man sich so fest in den Daumen reinzwickt, wie ich. Ja. Handwerklich vielleicht nicht der Begabteste. vielleicht einer der Gründe, warum ich Informatiker geworden bin. Okay, wir gehen da weiter runter. Was ist da? Ich weiß, es kostet unnötig Zeit, aber ich halte es einfach nicht aus, wenn da irgendwas rumliegt. Meint, der hat vielleicht einen Hinweis. Was war hier der Hinweis? Ich war leichtsinnig, weil die Phantome... Okay, ich habe alle Phantome gegillt. Ich brauche nicht mehr leichtsinnig sein. Ich habe alle weggebrezelt. Ist keins mehr da. Das war jetzt eine Falle. Wieso hat mich der weg... Was ist, wenn ich da jetzt drauf drücke? Hä? Was war das jetzt? Habe ich da jetzt mit irgendwas ausgelöst? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man muss es auch nicht wissen. Egal, wir gehen weiter. Da unten, da ist ein Krug. Den Krug, den gönnen wir uns. Da ist doch sicher was drinnen. Ja, 15 Sekunden. Das sind genau die 15 Sekunden, die wir wahrscheinlich gebraucht haben, um diesen Krug zu zerstören. Und beim letzten Mal ist uns da schon aufgefallen, dass wir hier eine Bombe hinlegen müssen. Das machen wir auch diesmal wieder so. Nein, werfen, Junge. Und in Deckung gehen. Bam. Und hier reinrennen. Und hier ist ein Krug. Ich bin was auf was draufgekommen, was cool ist. Schaut mal her. Wenn ich den Krug irgendwo hintrage und dorthin werfe, dann ist dort dieser Punkt, um die Zeit anzuhalten. Das heißt, man kann sich mit diesen Krügen überall einen Punkt machen, wo man die Zeit anhalten kann. Wenn ich das gewusst hätte, was ist denn das? Bin ich durch Zufall draufgekommen? Ah, den habe ich ja schon ausgelöst, genau. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich würde jetzt eigentlich... Hä? Da ist was. Da kann ich graben. Meint ihr, zuerst die Truhe. Zuerst die Truhe. Und dann... was ist... Die sind die... Die nerven mich. Diese Dinger da, die da rumfliegen. Gut, was ist in der Truhe?
Also Schlüssel haben wir schon bekommen auf der Ebene. Also Schlüssel wird es wohl nicht sein. Das darf natürlich gerne mitgeraten werden. Ist es ein unnötiger Tropfen? Ja, der ist nicht unnötig, der Tropfen, falls denn einer drinnen ist. Nee, ich tippe auf Geld. Ich glaube, die Tropfen sind eben in den goldenen Truhen drinnen. Geld. Yo. 100 Rubine, sehr gut, weil wir brauchen Geld. Wir haben ja so viel Money ausgegeben bei den letzten Mal, um unsere Taschen zu erweitern. Gut, jetzt da unten den Schalter drücken. Keine Ahnung, was dann passiert. Okay, dann geht hier das runter. Soll ich da runter gehen? Schauen wir mal. Da runter, da rüber. Ah, da ist wieder ein Krug. Sehr gut. 30 Sekunden Zeit dazu. Okay, ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hier weiter muss. Moment, da konnte ich ja graben. Hab ich schon gegraben? Nee. Da konnte man graben. Grab doch, Junge. Grab doch, Mann. So, graben. Fliegen. Ah, nein. Jetzt bin ich hier oben drüber geflogen. So war das nicht geplant. Das kostet wieder Zeit. Das kostet Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Weil da oben war nur ein goldener Krug. Ich weiß nicht, ob sich der wirklich so auszahlt. Kann ich da durchgehen? Das ist ein Abschneider, glaube ich. Wir machen da auf. Ich pfeife auf die Zeit. Da sind maximal 30 Sekunden drinnen. Das bringt mir fast gar nichts. Wenn ich dann. Ich brauche sicherlich 30 Sekunden, um mir das zu holen. Nee, da war kein Tropfen drinnen. Haha, ich hatte ausnahmsweise mal recht. Wie gesagt, ich glaube, die Tropfen, die sind echt immer in den goldenen Truhen versteckt. Weil die goldenen, also die Tropfen echt so OP eigentlich sind. Weil dadurch haben wir ja dieses tolle Schwert. Okay, K11. Ich habe keinen Plan, wie es hier weitergeht. Soll ich mich hier abspeichern? Ich glaube, ich speichere mich mal hier ab. Bei 6 Minuten noch Zeit. Wir spielen hier ja auf dem Emulator, auf der Wii U. Speicherpunkt erstellen. Wir speichern uns hier einfach mal ab. War jetzt nicht super schnell in der vorigen Ebene, aber ich glaube mal schnell genug. Und das sind jetzt diese goldenen Krieger natürlich, die nerven ohne Ende. Weil ich glaube, wenn mich die goldenen Krieger erwischen, bin ich instant K.O. Ich glaube, dann bin ich instant tot. Okay, ich habe jetzt abgespeichert. Die ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es normalerweise wäre. Aber wir haben auch wieder hier eine Stufe, sehe ich auf der Karte oben. Hier auf der Karte ist wieder eine Stufe, ist verschlossen. Das ist wohl die Stufe, die ich verwenden muss. Und dann ist noch eine Stufe, die nicht verschlossen ist. Die führt uns wahrscheinlich wieder irgendwo anders hinauf. Aber wohin? Schauen wir mal dorthin. Schauen wir mal zu der, die uns da hinaufführt. Nein, die führt uns auch runter, okay. Aha, was ist das für ein Raum hier? Interessant. Aha, die Fee meldet sich. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass ein Hinweis gleich um die Ecke ist, nur noch ein kleines Stück. Okay. Ich bin gespannt. Ich sammle hier mal gescheit ein. Ich sammle hier noch mehr gescheit ein. Was ist das für eine Schraube hier am Boden? Hä? Was ist das hier? Kann ich das irgendwie drehen? Kann ich da reinpusten? Nein, auch nicht. Weiß man ja nie bei dem Spiel. Ein paar Mal musste man ja schon pusten. Aber eine Schraube aufpusten ist jetzt nicht unbedingt die logischste Herangehensweise, sagen wir mal so. Hauen wir da mal drauf. Was passiert dann? Aha. Goldene Truhe. Mhm. Aber ich habe nicht viel Zeit, dorthin zu kommen. Kann ich da irgendwo sprengen vielleicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das soll uns das nur zeigen. Ah, kann ich das vielleicht mit Enterhaken machen? Moment, ich habe eine Idee. Kann ich das mit Enterhaken greifen vielleicht? Nur so eine Idee? Nee. Keinen Plan, was ist mit dem Zeug hier? Das kann man doch sicher irgendwie. Das ist doch irgendein Hebel, den man betätigen muss. Ich soll mich hier. Moment, das sind Fußabdrücke. Das sind Fußabdrücke hier. Das sind hier Fußabdrücke. Also soll ich mich hier draufstellen? Und dann?
Was kann das sein? Wegbomben? Ergibt irgendwie auch keinen Sinn, oder? Boomerang ergibt keinen Sinn, aber ich probiere es trotzdem. Nöp. So. Ja, Fußabdruck und Enterhaken, das hat leider auch nicht funktioniert. Aber schön. Graben? Das ist irgendwie das Absurdeste. Nein. Nein, ich glaube, ich komme nicht drauf. Pfeil ergibt keinen Sinn, Bombe ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Ne, das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist das irgendetwas, was ich erst lernen muss. Wirbelattacke. Nein, das ist, ich glaube, das muss ich erst erlernen vielleicht. Das hat mir hier vielleicht nur mal was gezeigt hier. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen erkunden. Weil ich muss mal die, und zum Erkunden muss ich die mal hier platt machen. Ja, die nervigen Dinge da. Da ist noch so ein Nerv von diesen nervigen Dingen hier. So, machen wir den hier mal platt hier. So, stellen wir uns da mal her. Wie geht's da weiter? Da oben ist ein Ausgang. Dann schauen wir mal in den Ausgang da oben über mir. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, da ist ein Ausgang. Da ist ein Ausgang. Aber da kann ich nicht drauf. Da mache ich Lärm, das ist natürlich nicht gut. Moment, da, was ist das zum Geier? Oh nein, das ist kein Ausgang, das ist ein Hebel. Okay, dann ziehen wir mal den Hebel. Ich sehe schon, ich werde wahrscheinlich mehrere Anläufe brauchen. Das scheint. Aha! Wir haben eine Brücke gebaut. Der ist jetzt irgendwie ziemlich angepisst. Und ich sollte mich jetzt ziemlich schnell verdrücken. Komm, Junge, renn weg! Renn, renn doch! Uah. Warum war der jetzt so böse? Hat er mich irgendwie gesehen oder so? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ja, das mit dem Kreis machen habe ich eh versucht. Das hat nicht funktioniert. Die Schraube so aufdrehen, ja, mit dem Kreis, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich muss hier vielleicht langsamer gehen. Na, 15 Sekunden, toll. Ist da drüben irgendwas? Nope. Ich muss mich der beobachten. Ja, 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 schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, nur noch 5 Minuten 45. Das ist schon wieder mal die, mit diesem Zeitstress hier. Schwierig, 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 schwierig. Ich gehe dann mal zu dem nächsten Schalter einfach. Ich betätige mal alle Schalter. Das kann eigentlich keine schlechte Idee sein. So, und jetzt muss nur vielleicht schauen, dass mich der nicht zieht. So, ah, da kann. Moment, da ist ein. Da kann ich graben? Oh, schnell drauf hier. Du kannst mir gar nichts, Mann. Du kannst mir gar nichts. Aber irgendwie. Aha, da oben ist ein Schalter. Der macht gar nichts. Und hier ist ein Hinweis. Steig auf die 4 Schalter, die sich auf den 4 Plattformen befinden. Okay, aber vielleicht mal dann auf der Karte einzeichnen, dass hier ein Schalter war. Sicher, sicher. Okay, dann gehe ich da mal da runter. Ah, da oben ist noch einer. Da ist noch ein Hebel. Beziehen mal den Hebel hier. Okay, dann können wir dann darüber. Da haben wir noch mal ein bisschen 15 Sekunden extra. Ah, ich brauche das andere. Ah, geh weg. Richtig knapp, richtig knapp. Ah, das war ein bisschen zu. Ach, nein, schnell. Ah, kann der nicht einfach sich ver. Ah. Ein bisschen Stress hier im Sonntagabend. Aber ich habe den Schalter gedrückt. Habe eigentlich alles erreicht. Den habe ich da irgendwie übersehen. Der hat mich natürlich jetzt ein bisschen aus der Fassung gebracht. Ich renne hier jetzt nochmal rein und wechsle hier nochmal auf die Schaufel. Moment, nein, ich brauche ja die Schaufel nicht. Man muss nur einmal schaufeln. Ich bin ja nicht gestorben. So, da. Er hat mich gesehen. Genau, man muss mehr auf die Karte schauen. Man muss einfach mehr auf die Karte schauen. Blöd, dass man die nicht vernichten kann, diese Golems. Ich sag mal Golem dazu. Keinen Plan, was das ist. Monster.
Findest du einen Golem, weil er so strunzdumm ist? So, wir gehen einmal ganz langsam und sachte. Wir warten auf den Windstoß. Subi. Und gehen da rüber. Haben dann noch einen Schalter aktiviert. Karte. Hier war ein Schalter. Ja, aber da unten sind wahrscheinlich auch noch Schalter. Die werden wir auch noch irgendwie aktivieren müssen. Was steht da? Auch hier steht das Gleiche. Steig auf die vier Schalter. Ich gehe dann hier mal runter. Ich muss hier weg. Ah, ich habe die ausgetrickst. Die weggelockt. Das war ja eigentlich super, super gut. Schnell die Schaufel nehmen. Hier graben. Und tschüss. Wow, das war knapp. Wow, 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 wow. Richtig knapp. Nächsten Schalter betätigt. Da steht wahrscheinlich wieder das Gleiche. Steig auf die vier Schalter, bla bla blub. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Ich brauche mal. Da ist ein Schalter, aber ich muss mal hier kurz verschnaufen. So. Andere Waffe in die Hand nehmen. Und das Zeug hier da mal platt machen. Hat nicht so funktioniert. Mal da runter. Was sagt mir der? Wenn man diese Schalter. Okay, der sagt, dass man die Schalter betätigen muss. Okay. Wenn es nur einen Weg gäbe, Zeit zu gewinnen. Ja, mehr Zeit könnte ich auch gut gebrauchen. Aha. Okay. Wow. Wie komme ich jetzt da runter? Aha. Okay, das ist auf Zeit läuft der Schalter. Das macht es natürlich nicht einfacher, dass der Schalter hier auf Zeit läuft. So, du wirst jetzt mal... Wie viel denn... Wieso? Kann ich den nicht platt machen mit dem Schwert? Das nervt. Den kann ich anscheinend nur platt machen, wenn ich ihn mit dem Boomerang hier platt mache. Ich muss da irgendwie an diesen Schalter noch rankommen. Zwei sind es noch. So, da kommt noch mal so ein Golem, der kommt. Ich könnte mal jetzt mal so gehen. Ah, geh, komm weg. Jetzt hau ich den mal zusammen hier. Ja, der nervt mich nicht mehr. Okay, wenigstens einer von diesen Wachen hier weg. Ich glaube, die respawnen ja nicht mehr. Irgendwie müssen wir hier da rauf. Wahrscheinlich kommt man von links rauf. Wahrscheinlich ist rechts der Schalter und ganz links kommt man rauf. Das wäre so zumindest Gameplay, also so Game Design mäßig hier, den ich gehen würde. So, ich hau da drauf. Und werde fast entdeckt und muss hier entdecken gehen. Nein, ich muss den Aufgang noch finden. Ich muss den Aufgang vorher finden. Ich tippe drauf, dass der hier irgendwo ist. Und ich habe nur noch 3 Minuten. Wow, irgendwer hat mich entdeckt. Wieso hat mich der jetzt entdeckt, der Blödi? Der spawnt da instant jetzt wieder. Der holt Verstärkung, ich verstehe. So, könntest du dich jetzt ein bisschen hier vergolemen, damit ich da... Ja, danke. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Einfach weitergehen. So, das nervt mich eigentlich. Was ist hier? Das ist ein... Ah, da hier ist zu. Schnell hier verstecken. Ein gutes Versteck. Meine letzte Sekunde. Es ist die ganze Zeit so knapp. Ich werde noch übelst scheitern, habe ich das Gefühl. Weil es die ganze Zeit so knapp ist. Aber wie kann ich denn hier, da muss doch irgendwas sein, dass ich da rauf kann auf diese Plattformen. Wie komme ich denn auf diese Plattformen rauf? Da ist was. Ah, hier. Okay. Okay, ich mache das mal einen Schnelldurchlauf. Thank you.
Yes. Und gleich zurück. Wow, das war nicht so gut. Verstecken. Aber die andere geht easy cheesy. Weil da brauche ich den Zeitschalter nicht mehr. Oder habe ich jetzt schon alle? Ich habe schon alle aufgemacht. Ja, ich dachte, ich muss den da rechts noch aufmachen. Den habe ich schon aufgemacht. Nice. Dann geht's ja einfach weiter hier. Ah, jetzt kommt die Wache wieder. Das ist so eine Sam Fisher-Aktion hier. Weißt du, wer von euch Splinter Cell hier gespielt hat? Sam Fisher. Ja, ja. Mit dem habe ich schon viel Spaß gehabt. Ich mag ja die neuen Teile mehr als die alten, lustigerweise. Die meisten Leute finden ja die alten Teile besser. Ebene geschafft. Aha, jetzt sind wir bei dieser Ebene hier, wo wir vorher waren. Wo wir da rechts die Truhe gesehen haben. Und vielleicht lernen wir ja jetzt, wie man diesen komischen Schalter betätigt. Ich meine, jetzt wäre es dann langsam Zeit dafür. Und nur noch 2 Minuten 45 Zeit für diesen wunderbaren Dungeon. Das ist natürlich wieder ein bisschen knäpplich hier. Zeit, okay, wir haben Zeit wieder ein bisschen gewonnen hier. Und was haben wir denn da? Okay. Wir können da runtergehen. Ja, ja, das hat mal geklappt. Das freut mich. Der hat aber trotzdem Verstärkung gerufen, der Herrn hier. So. Gleich mal Entdeckung. Und der hat ein Dreieck. Das müssen wir ihm wohl irgendwie abnehmen, das Dreieck. Und ich schau mal, was ganz oben ist auf der Karte. Da ist noch ein Sicherheitspunkt, ein Ausrastpunkt hier. Ah, da ist, was ist hier drinnen? Okay, das. Truhe, Truhenalarm. Wieder das Ratespiel. Was haben wir in der Truhe? Beim letzten Mal hatten wir Geld. Tropfen wir das nicht? Ich tippe wieder auf Geld. Da ich nicht glaube, dass es ein Schlüssel ist, tippe ich wieder auf Geld. Ein Dreieck. Okay. Ein Triforce-Kristall. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und warum kommt jetzt noch ein Gegner? Damit mir nicht langweilig wird, oder was? Der könnte sich doch ruhig ein bisschen vertschüssen. Okay, der dreht sich jetzt immer im Kreis. Und sobald er wegschaut, muss ich laufen. Und das wird richtig übel. Ich kann das nur weghauen und laufen. Ich glaube, das war die gute Entscheidung, weghauen und laufen. Richtig gute Entscheidung. Ja, 4 Splitter brauchen wir. Aber was ist in der großen Truhe dann hinten drinnen? Ist die nur optional vielleicht und da ist ein Tropfen drinnen? Könnte mir vorstellen, dass die vielleicht nur optional ist. Nee, an den ich bin mir relativ sicher, dass die Tropfen nur noch in den goldenen drin sind. Ich weiß nicht, war jemals ein Tropfen in den nicht goldenen? So, da, jetzt muss man warten, bis der hier wieder wegschaut. Und go! Aufnehmen und schnell. Und Nummer 1 hier einsetzen. Jawohl. 2 Minuten 37 noch zur Verfügung. Bring die alle Kristalle auf die Plattform. Okay, das danke für den Hinweis, da wäre ich ja unmöglich drauf gekommen. Ironie off. So, gut. Den muss ich jetzt eigentlich nur von hinten eine reinhauen. Ist jetzt so leicht gesagt, aber. Aha, das geht gar nicht. Nein, das war nicht so. Ich wollte ihn eigentlich nur erschrecken und von hinten. Nein, das geht nicht so. Ich muss ihm von hinten vielleicht einen Speer reinwerfen. Das könnte funktionieren. Probieren wir das mal. Und warum ist auf der Karte da oben noch ein Totenkopf? Was ist das? Was ist das noch? Ist das noch so ein Alarmschläger? Oder? Nein, was ist das da oben? Da ist noch so ein Totenkopf. Den muss ich noch platt machen, glaube ich. Dann nehme ich mir den Bumerang. Verdammt, ich bin einfach nur mit dem Stift blöd angekommen. Und schon kommt die Wache hier. Die verzeihen einem echt keinen Fehler. So, schau bitte weg. So, Wache schaut weg.
Nein. Jetzt kommt mir also die Idee, vielleicht sollte ich mich vielleicht an der Stelle wieder mal abspeichern. Weil nicht, dass mich die da irgendwie platt machen noch. 2 Minuten 23 für das Rätsel müsste eigentlich drin sein, sage ich mal. Ich speichere mich ab. Ich riskiere es. Speicherpunkt erstellen. Ja. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen, aber egal. Ich glaube, 2 Minuten 30 muss ich noch ausgehen. Aber jetzt ist der Totenkopf hier irgendwo. Komm, Link, dreh ich mal in die richtige Richtung. Ja, ich habe ihn. Wird er Zeit hinterlassen? Ja. 30 Sekunden. Ich speichere noch. Ich bin feig. Ich speichere nochmal. Jetzt haben wir 30 Sekunden mehr Speicherpunkt erstellen. Ja, speichern, Leute. Ohne Speichern wäre das Spiel schwieriger. Sagen wir mal so. Andere Spiele wie Zelda 2 werden ohne Speichern meiner Meinung nach so gut wie unmöglich. Außer man möchte eine Lebensaufgabe draus machen, das Spiel durchzuspielen. Nein, nein, jetzt kein Hass. Ich mag Zelda 2 total gern. Aber wie komme ich da an das Zeug ran hier? Ich glaube eigentlich nur... Vielleicht kann ich das vielleicht einfach wegsprengen. Kann ich den einfach wegsprengen? Nein! Ah, das war nicht so gut. Nicht so gute Idee. Wie kann ich den... Vielleicht muss ich das mal einfach ein bisschen erkunden da unten. Ich lasse den jetzt mal in Ruhe und erkunde die restliche Ebene hier. Dazu nehme ich mal den Bogen, den Boomerang und warte, bis der nicht mehr herschaut. Go! Kurz da warten. Scheint keine Gefahr. Ah, ich komme nicht rüber. Nein! Ich komme da nicht so rüber. Aber bin ich da... Nein. Hä? Nein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das geht. Also den da wüsste ich jetzt nur, dass man den vielleicht mit dem Bogen machen kann. Aber er geht immer den gleichen Weg. Also könnte ich ihm eigentlich langsam nachgehen... Und dann den Bogen ins Kreuz jagen. Hoffen drauf, dass er das verliert und das Ding reinstecken. Hoffen drauf, dass dann das Gitter runtergeht und ich weitergehen kann. Das ist alles sehr spekulativ, aber ich probiere es. Es fällt mir leider nichts Besseres ein. So, ich muss den jetzt ziemlich genau nachgehen hier. Ziemlich langsam, damit er mich nicht hört. Jetzt kriegt er den Pfeil in den Rücken. Ja, hat funktioniert, aber bin ich schnell genug wieder da? Wow, ist es gegangen? Und geht jetzt das Zeug runter? Passiert jetzt was? Nee. Diese... Ah nein, das kann ja untenrum auch gehen. Man sollte echt mehr auf die Karte schauen. Ich brauche ja gar nicht bei diesen... Ich kann ja untenrum auch gehen hier. Da muss ich dann nur noch diesen Wächter hier ausschalten, der wird wahrscheinlich auch noch nerven. Gut, ich muss warten, bis die Wache wieder vorbeigegangen ist. Ist ein bisschen zart, immer dieses Warten, aber das gehört halt zu einem Schleichspiel hier so dazu. Und das ist schon ein sehr schleichiges Zelda, wenn ich das mal so das sagen darf. Ein sehr schleichiges Zelda. Der hätte mich jetzt fast gehört. Ich renne einfach. Geh weg! Come on! Huch, okay. Und du kriegst gleich wieder eine drauf, ja? Nein, der Wächter ist zu weit weg. Gut, ich gehe rauf. Da oben ist noch ein Safe Point. Und da ist jetzt wahrscheinlich einfach nur noch ein der nächste Splitter / Triforce drinnen oder ist da jetzt irgendwas anderes drinnen? Ich tippe auf den nächsten Splitter und die Truhe, die wir da gesehen haben, da, die goldene Truhe, ich glaube, da ist einfach ein goldener Tropfen drin und der ist eigentlich optional.
Ich werde es nicht mit allen Tropfen durchspielen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, ich hatte recht. Es ist noch ein Kristall drinnen. Gut, dann ist dieses, was in der Truhe da drinnen ist, also wirklich wahrscheinlich nur optional. Jetzt ist da noch einer gespawnt, damit es mir nicht fad wird hier. Juhu. Aber warum ist das Gitter nicht runtergegangen? Schalter habe ich jetzt keinen gesehen fürs Gitter. Aber ich kann den ja... Ich müsste den austricksen können. Ich müsste da schnell genug sein, um zum nächsten Savepoint zu rennen. Ich habe noch 1 Minute 57. Ui, da oben wäre ein roter Krug gewesen. Ich gehe schnell in die... Ja, geschafft. Hä? Ich lege das hier mal ab und... Aha, der Gegner ist jetzt... Ah nein, da ist der Gegner wieder. Den mache ich platt hier. Du kommst mir so nicht davon. Aber wie man jetzt diese komischen Schalter betätigt, das weiß ich ja eigentlich immer noch nicht. Interessant, oder? Was aber natürlich sein kann, ist, dass man dass das wieder dieses Backtracking-Ding ist, dass man diesen letzten Schalter jetzt noch gar nicht betätigen kann, sondern erst, dass dieser letzte Gegenstand ist, der mir hier fehlt im Item-Menü, dass der mir das dann erlaubt, diesen Schalter zu benutzen und ich daher hin zurückkommen muss. Wir haben permanent Backtracking hier bei dem Spiel. Also warum nicht hier nochmal? Ich habe alle Gegner besiegt und habe eine Truhe bekommen. Oh, ist das cool. So gefällt mir das. Und es ist eine goldene Truhe und ihr dürft jetzt schon raten. Und da sage ich jetzt auch, dass ein Tropfen drinnen ist. Da bin ich mir relativ sicher. So, ich hoffe, ich bin schnell genug da. Da muss ich jetzt hier warten, dass der hier vorbei... Der schaut er nach rechts? Nein, der geht einfach weiter, glaube ich, oder? Komm, ich habe nicht so viel Zeit. Schnell rauf. Und die Truhe muss ich mir schon noch holen, ja. Oh nein! Nein, so knapp! Ah, das ist ja richtig übel. Bitte, ey. Ach, richtig dumm. Oh Mann. Aber jetzt kann ich wenigstens bei der Truhe vorbeirennen. Jetzt habe ich nur noch 54 Minuten, aber ich versuch's noch, ohne den Speicherpunkt zu laden. Gut, ich laufe hier mal. Hier war ja die Truhe. Ich habe ja gesagt Tropfen. Und? Nein, Schiffsteil. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast das Schiffsteil Kanone erhalten. Magere Kanone. Okay. Juhu! Eine Kanone erhalten. Aber ich weiß ja, diese Kanonen sind ja alles nur optisch hübsch, aufhübschen. Ich bin kein Freund von Skins einfach. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass Leute Geld ausgeben dafür, dass sie bei Fortnite anders ausschauen. Das verstehe ich einfach nicht. Aber offensichtlich ist es vielen Leuten wichtig, weil jede Menge Geld dafür ausgegeben wird. Ich verstehe sowas nicht. So, da geh weiter, link, geh weitergehen. Ah, wir gehen da runter. Ah, jetzt hat er mich entdeckt. Verdammter Mist. Und war ein bisschen zu riskant wieder mal, wie immer. Ah, und der hat sogar den eingesammelt wieder. Der hat den einen eingesammelt. Der kann das. Wieso kann der sowas? Oh, das sind jetzt alle Tree Force wieder an ihrem Platz. Das wäre natürlich doppelt bitter. Das habe ich jetzt natürlich nicht nachgesehen. Ne, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dem nicht so ist. Nein, ich gehe mal davon aus, dass der das wirklich einfach eingesammelt hat. Der kann offensichtlich Dinge einsammeln. So, wenn der jetzt rauf geht, dann balle ich ihm eine drauf. Wenn er runter geht, balle ich ihm eine von hinten drauf. Okay, so und zack. Wieso treffe ich nicht? Ich muss ihm langsam nachgehen. Hä? Hey. Hier kann ich mich verstecken kurz. 24 Minuten noch Zeit, das ist einfach zu wenig. So, komm, geh an mir vorbei. Dann schieße ich dich ganz locker ab hier.
nehme das Zeug, verstecke mich wieder. Und jetzt habe ich 17 Minuten, aber ich habe noch einige Leben. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es oben aus ist. Ich glaube, der Dungeon ist oben aus. Das ist nur eine Vermutung, aber sonst habe ich ein Zeitproblem. 17 Sekunden. Ja, ich könnte natürlich nochmal vom Speicherpunkt laden. Aber ich hoffe eigentlich, dass es so geht. Ja, und da geht es natürlich nur so super sau langsam. Moment, ich muss hier kurz hier rein, damit ich hier im richtigen Moment ankomme. Ich gehe sau langsam, also gehe ich jetzt mit dem gleichzeitig. Timing ist alles. 3 Sekunden noch. Wieso hat das jetzt geklingelt? Taugt mir gar nicht. Und jetzt schnell hier rauf. Nein! Come on! Das kann nicht euer verdammter Ernst sein. Ey. Ah, Mann. So. So. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So schnell raufgehen. Einsammeln. Und rauf, 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 rauf. Mega knapp, mega knapp. Ich hoffe, das war's jetzt, weil sonst gibt's Probleme, die ich nicht lösen kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Jetzt ganz wichtig, dass es jetzt war, dass nicht noch eine Ebene kommt. Wenn jetzt noch eine Ebene kommt, das schaut jetzt nicht unbedingt gut aus. Ist es jetzt noch eine Ebene oder was? Ich habe wieder Zeit gefunden. Sehr gut. Wo geht's hier weiter? Leben sind auch nicht so schlecht. Leben bringen auch Zeit. Wo geht's denn hier weiter? Da ist eine Truhe. Was ist da jetzt drin? Sand? Nein! Die nordöstliche Seekarte. Perfekt, das ist das, was ich haben wollte. Es ist sich ausgegangen. Es ist sich ausgegangen. Der Weg zum letzten Dungeon ist frei. Mit der Karte. Jetzt muss ich da nur rauskommen irgendwie. Du kannst damit an neue Orte segeln. Und es sind gleich zwei große Inseln gibt es da. Die eine ist da, die sind ja gut geschützt hier mit nur einer Einfahrt hier, die Inseln. Interessant. Damit hat es da sicherlich auch noch was auf sich. Wir haben es geschafft. Das ist die letzte Seekarte. Es ist die nordöstliche Ecke. Jetzt können wir überall hinreisen. Lass uns zurück aufs Schiff gehen. Es gibt neue Gewässer für uns zu erforschen. Bin ich froh, dass dieser Dungeon endlich vorbei ist. Boah, der war ja schon richtig hart irgendwie. Hier ist ein Rückführungspunkt. Ich gehe aber rechts rum, in der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwas entdecke. Nur Leben, okay. Hier ist noch was. Hier ist noch ein... Kann ich noch stehen bleiben? Das ist, ich glaube, da finde ich nichts mehr. Nee, da finde ich nichts mehr. 4, 3, 2, 1 und wir gehen rein. Wir sind raus. 4 Sekunden über. 4 Sekunden über, aber interessant. Wir haben keinen neuen Speicherpunkt erlangt. Heißt das, dass wir nicht mehr in diesen Dungeon zurückkommen müssen, der abgeschlossen ist? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der endgültige Endkampf eigentlich hier stattfinden wird. Wäre meine Vermutung gewesen. Aber jetzt hat es jetzt eigentlich nicht ganz so ausgesehen. Ich bin gespannt. Ich will mal sagen, es geht weiter. Wir schauen mal ins Dorf. Und montieren vielleicht mal die neue Kanone. Jetzt haben wir schon eine neue Kanone. Können wir die auch gleich montieren, oder? Wow, war ganz schön aufregend. War ganz schön aufregend, wie ich finde. Es war mega, mega knapp. Es war wirklich mega knapp. Hier von der Zeit her. Aber gut, dass ich hier nochmal zurückgegangen bin und mir diese Extra-Minute erspielt habe. Weil ohne diese Extra-Minute Spielzeit... Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. So, jetzt muss ich wieder mal runterkommen. Ich habe jetzt keinen Zeitstress mehr. Ich bin hier schon wieder am Rumrennen. Ich habe jetzt keinen Zeitstress mehr. Ich kann jetzt einfach gemütlich unterwegs sein hier einfach. Was ist denn hier? Kann ich da irgendwie rüber vielleicht jetzt mit meinem
Kann ich da rüber? Nee. Ich habe mir irgendwie gedacht, ich kann jetzt vielleicht irgendwie rüber. Na. Oder war ich da drüben vielleicht eh schon? Hm, das ist wieder so eine. Wieder eine Demenz hier, keine Ahnung. Wie viele Wochen spiele ich dieses Spiel eigentlich schon? Müsste ich mal nachschauen. Ich glaube wahrscheinlich so 16 oder 17 Wochen. Oder? Auf jeden Fall zweistellig. 15. Woche oder so. Verdammt. So viel Spaß für wenig Geld. Das Spiel hat 10 Euro gekostet. Hier auf der Wii U. Wenn man das in Spielzeit aufrechnet, unbezahlbar. Ich gehe mal in den Shop kurz. Und dann schaue ich zu unserem Freund. Wenn wir kurz zum Wirten gehen. Mal kurz zum Wirten gehen und mit ein cooles Bier trinken. Hey, nicht rausgehen aus dem Wirten. Möchten wir mit dem Wirt sprechen? Guten Tag. Hätten Sie ein kühles Bier für mich? Was ist mit deiner Freundin? Tatsächlich, aber du kannst sie trotzdem noch retten, oder? Wenn Sinwan sagt, dass es möglich ist, besteht Hoffnung. Viel Glück. Okay, und was ist mit ihm, dem alten Trinker? Ich habe viel Zeit hier verbracht. Okay, das zeigt uns nichts anderes, dass deine Frau immer noch sauer ist, dass er immer beim Wirt rumhängt. Warum hängt er auch immer beim Wirten rum? Ich verstehe solche Leute echt auch nicht. Hab ich nie verstanden, beim Wirten rumhängen. Warum sollte man beim Wirten rumhängen, wenn man zu Hause zocken kann? Verstehe ich nicht. So, Eilpost, Achtung, ich komme. Okay, Eilpost, der super interessante Postmann ist wieder da. Es ist ein Brief von Ario. Okay. Dann lese ich mal vor. Rob64, yo, ich bin's, Ario von den Anuki. Mann, du hast mich neulich wirklich, mir ist wirklich sehr geholfen. Dank dir habe ich mein Leben zurück, wortwörtlich. Ohne dich hätte ich meine Welt aufgehört, sich zu drehen. Ich sende dir ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe es im Müll gefunden. Den vielleicht. Aha. Was habe ich bekommen? Einen Tropfen der Weisheit. Juhu. Habe ich jetzt 10 Tropfen davon? Ich glaube nicht. Wenn ich 10 Tropfen habe, dann kann ich mir was holen. Hast du alles verstanden? Ich bin weg. Ja. Tschüss mit Ü und ciao mit Au. Auf Wiedersehen. Ein Tropfen. Schauen wir mal ins Menü rein. Wie viel haben wir denn von diesen Tropfen? Sammlung? Na, nicht genug. 6 Stück habe ich davon nur. Ich glaube, man braucht es gar nicht zum Durchspielen. Wahrscheinlich ist es hilfreich und ganz praktisch, aber ich glaube, man braucht es nicht. Sollte ich mal mit. Ich schaue mal noch in den Shop rein. Ob im Shop hier vielleicht noch was Neues ist. Mal shoppen gehen hier. Nein, ist ausverkauft hier alles. Was gibt es denn hier? Gibt es eine. Was gibt's? Was kostet diese Krone hier? 2250 Rupien. Boah, die ist richtig teuer. Nein, brauche ich nicht. Okay, hier gibt es nichts, was mich irgendwie richtig interessiert. Ich glaube nicht, dass ich eine Krone brauche. Ich glaube auch nicht, dass ich mir da aufsetzen kann. Ich kann nur wieder. Hä? Schon wieder Post? Was ist denn da los? Ja, ganz praktisch, dass ich da so oft vorbeigehe. Vielleicht sollte ich da noch ein paar Mal vorbeigehen, um das Event auszulösen. Von den Corona einen Brief bekommen, okay. Die mag ich sehr. An meinen Bruder GoroRob64. Du bist ja Bruder. An den Bruder. Wie geht es dir, Bruder? Mir geht es gut. Mir geht es sogar so gut, dass ich angefangen habe, auf einer kleinen Insel im Süden Teilzeit zu arbeiten. Ah, das ist ein Hinweis auf die Spieleinsel am DS. Schau vorbei, wenn du in der Nähe bist, Bruder. Ich warte auf dich, zusammengerollt zu einer Kugel. Dein Bruder. Viel Spaß mit deinem Geschenk. Schon wieder ein Tropfen. Da regnet es ja richtig Tropfen rein heute hier. Noch ein Tropfen des Mutes. Habe immer noch nicht genug. Gut, so endet der Brief. Hast du alles verstanden? Dann bin ich weg. Ja, und tschüss. Aber ich renne jetzt nochmal vorbei. Vielleicht kann ich dann nochmal ein Event auslösen. Wer weiß. Einfach nochmal in den Store rein und raus und dran vorbeirennen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird es jetzt wohl gewesen sein, aber
Schauen wir mal. Noch ein Briefkasten-Event? Ne, das war's. Okay. Ja, dann montieren wir mal die schönere. Es bringt nichts, ich weiß, aber montieren wir mal die schönere Kanone hier. Reparieren. Verändern. Die Kanone. Da gibt es ja echt urviel zu finden anscheinend. Die schaut eigentlich richtig übel aus. Die rote schaut... eigentlich gefallen mir die alle nicht. Ich bleibe bei der normalen. Ich gehe wieder raus. Aber war noch irgendwas? Schiffsschraube konnte man ändern. Nee, da habe ich nur diese eine. Das normale Rad finde ich eigentlich auch besser. Anheften. Was haben wir hier noch? Den Bug, die Nixe, finde ich eigentlich ganz nett. Okay, da gibt es auch nichts. Ich habe echt nicht so viel gesammelt hier. Holzgeländer. Oh, finde ich besser. Nehmen wir das mal. Und... das nur, also war ich halt gerade vorhin. Was gibt es denn da noch? Den Rumpf, Steinrumpf. Oder den normalen. Der normale ist eigentlich hübscher anheften. Naja, nachdem ich festgestellt habe, dass es alles nichts bringt, lasse ich es einfach, wie es am hübschesten ist, oder? Ja, ich kann jederzeit vorbeikommen und noch herumexperimentieren. Vielleicht sollte ich mal nachlesen, ob die Teile vielleicht doch irgendwas bringen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt schauen wir uns mal zu unserem Oberhelden, was der sagt. So, da möchte, dass ich jemandem folge. Ja, ich schaue gerne mal vorbei, aber ich folge nur Leuten, die ich auch gerne zuschaue. Aber ich schaue gerne mal vorbei. Wir haben alle Seekarten. Jawohl. Ich wusste von Anfang an, dass du der Einzige bist, der es schaffen kann. Ja, du bist es ja wohl nicht. Lasst uns abfahren. Wollen wir losfahren? Ja klar, fahren wir los, Mann. Komm an Bord, das Meer ruft. Ja, auf geht's. Haben wir noch eine Schatzkarte, irgendwas zum Finden eigentlich? Ich bin gespannt, ob wir die Ex-Freundin vom Limbeck wieder finden. Da könnten wir unten noch einen Schatz heben. Gehen wir mal Schatzsuche. Können wir mal kurz auf Schatzsuche gehen? Und einen Schatz heben. Da kriegen wir jetzt wieder ein Schiffteil wahrscheinlich. So ein Tropfen wäre eigentlich auch nett. Schauen wir mal. Eigentlich könnte ich auch beim Händen... da ist ein goldener Frosch. Goldener Frosch. Goldener Frosch. Yes. Goldener Frosch. Dann können wir hierher reisen. Das ist super. Guter Schuss, Kumpel. Der goldene Boss hat mir schon von dir erzählt. Ja. Welches Symbol, Junge? Zeig mir das Symbol. Pass gut auf. Ein X mit... ein unterstrichenes X. Okay, ich notiere es mir. Seekarte, sind wir, nein, ich möchte das, Seekarte notieren, das X, das unterstrichen ist, okay. Danke, Herr Frosch, das sollte reichen. Ja, hab's notiert. Tschüss, Kumpel. Grüß mir die Welle. So, ich weiß, es liegt jetzt gar nicht am Weg, dieser Schatz, aber ein bisschen Schatzsuchen muss auch sein. Ich bin die Woche ernsthaft ein bisschen drüber nachgedacht, dieses Schatzsuchen zu programmieren. Aber leider keine Zeit, leider keine Zeit. Bin schon froh, wenn ich ein bisschen zum Zocken komme. So, da, was haben wir denn da? Gut, wir gehen auf Bergen. Das gute alte Bergespiel. Ja, wir gehen mit dem Arm so lang runter, bis wir einen Schatz haben und müssten dann... müssen darüber. Vielleicht ein bisschen einpendeln hier. Man darf nicht vergessen, dass man nachher auch rauf muss. Das ist ja meistens hier mein Problem, dass ich vergesse, dass man nachher wieder rauf muss mit dem guten alten... das ist eine gute Münze. Schnell runter. Ich bin vorsichtig. Ich sammle nicht so viel Geld ein. Okay, die nehme ich schon. Das war unnötig. Das war richtig warum zieht er so nach rechts, links die ganze Zeit? Das ist echt schwierig gewesen jetzt. Bin gespannt, ob es dafür irgendwas Besseres gibt. Jetzt muss ich echt aufpassen. Ich habe nur drei Leben hier.
sollte ich echt überlegen, ob ich am Weg zur nächsten Insel. Wow! Nicht nochmal den Kran reparieren gehe. Kostet nicht so. Wow, ich kann ja gar nicht mehr weiter nach links gehen. Es ist fast unmöglich. Es ist fast unmöglich. Vor allem, er reagiert auch gar nicht so. Das sind irgendwie Strömungen. Kein Scherz. Okay, da muss was richtig Gutes drin sein. Was gibt's da? Ich bin gespannt. Ein Schiffsteil, der Torpedo. Rumpf. Ein Schiffsteil. Ich habe mir jetzt irgendwas Cooles erwartet. Nicht so cool. Nicht so cool wie erwartet. Dafür, dass ich hier mein Schiff hier falsch zerstört habe. Und warum wächst da Gras auf dem Schiff? Naja. Ich bleibe bei meinem Schiff. Naja. War jetzt nicht der richtig geile Loot. Dafür, dass das Game doch relativ schwer war. Okay, wir fahren weiter. Wir müssen ja nach Norden eigentlich. Wir fahren nach Norden, fahren aber beim Händler vorbei. Und nach dem Händler dann vielleicht noch zur Schiffswerft und dann nach oben. Neues erforschen. Kann ich die Insel da abschießen? Ne. Würde auch irgendwie keinen Sinn machen. Hier links, ja, da waren wir ja, da haben wir ja die gute alte Kanone bekommen auf der Insel hier links. So, da. Und da sollte gleich der Händler auftauchen. Ich frage mich ja noch, wir haben eigentlich relativ wenig Herzen hier. Also, das Spiel ist ja schon relativ am Ende. Da ist noch ein goldener Boss hier zum Finden. Den haben wir ja schon. Den brauche ich nicht nochmal abschießen. Den haben wir schon abgeschossen. Da haben wir das Zeichen schon bekommen. Was ich sagen wollte, ich habe relativ viele Herzen eigentlich noch nicht. Hätte ich da so viele Herzen noch finden können irgendwo? An Bord gehen, ja. So, was gibt's hier? Ich habe ja noch nicht viel gekauft bei dem. Was ist das hier? Eine Bombentasche für mehr Bomben, aber ich habe so viel Geld nicht. Ich bin ein armer Junge, ich habe nur 247 Rubine. Wie konnte denn das passieren? Ich habe zu viel gekauft. Okay, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Was kostet der Spaß hier? 500 Rubine für einen Tropfen, okay. Und was ist das denn, Schatzkarte? Ein Schiff, ein Teil fürs Schiff, 450 Rubine. Brauche ich eigentlich so überhaupt nicht. So gar nicht. Und genau deswegen kaufe ich es. Jawohl, noch ein Teil fürs Schiff. Juhu. Aber ich habe Sammelpunkte bekommen. Ich bin jetzt ein besserer Kunde. Kriege ich jetzt irgendwas gratis? Ja, 4 habe ich jetzt. Bin ich jetzt cool? Versuch 20 Punkte zu sammeln. 20? Das schaffe ich niemand. 20 Mal einkaufen? Bin ich der große Einkäufer? Ja, okay. Wir fahren nochmal zur Schiffswerft. Nochmal das Schiff reparieren und dann. Nein, ich will nicht an Bord des Schiffs gehen. Ich war gerade. Boah, hüpfen! Und Schiff reparieren und dann nach Norden. Ah, da oben schwimmt schon wieder die Ex von unserem Captain herum. Ich muss mit der Demix nochmal kämpfen. Zum 155. Mal. Gehen mal nur kurz reinkrachen hier. Da krochen wir nur kurz eine und lassen das Schiff reparieren. So, ich höre schon auf mit Wienerisch. Gut, wir nehmen hier reparieren. Abgemacht, 50 Rubine. Na, zum Glück habe ich die noch hier. Danke. Vielleicht sollte ich mich mal hier wieder abspeichern. So, Speicherpunkt erstellen. Nicht laden, auf gar keinen Fall laden. Boah, das wäre jetzt echt übel. Speicherpunkt erstellt und es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Spät haben wir es um 22.44 Uhr, ist ja noch keine Zeit. Solange die Capture-Karte nicht wieder durchbrennt wie beim letzten Mal. Das war ja was. So, stechen wir in See. Okay. Beim letzten Mal Capture-Karte durchgebrannt, beim dieses Mal kein Vorschaubild beim Stream. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich das mal so irritiert. Okay, da ist seine Ex.
ich glaube, man kann wahrscheinlich nicht an ihr vorbeikommen. Oder ich fahre jetzt mal nach rechts. Wie ist es eigentlich am besten? Schauen wir mal auf die Karte. Auf die Seekarte. Rechts rauf wäre wahrscheinlich der kürzeste Weg, oder? Einmal dann nach rechts und dann rauf. Dann brauchen wir auch in ihr nicht vorbei. Das machen wir. Gehen wir mal nach rechts raus. Einfach mal so. Und dann nach oben. Und ich bin gespannt, was wir da für tolle Inseln wir wieder entdecken können. Ah, herrliche Musik. Einfach mal die Musik genießen. Yippie! Gut. Hier haben wir schon alles erkundet. Vieles, sagen wir mal so. Und wir fahren da rauf. Wir fahren rauf zu unentdeckte Welten, wo noch nie ein Link zuvor gewesen war. So. Ah. Ja, da kommt ein bisschen der Star Trek Fanboy in mir hoch. Wegbomben hier das Zeug hier. Weg da Bomben. Einfach wieso? Wieso lebst du noch? Du sollst nicht leben. Du sollst nicht leben. Das schießt mich alle ab hier. Was? Weg mit dir. Tschüss, Junge. Zwei Leben nur noch. Taugt mir überhaupt nicht. So, das ist. Da kommt schon wieder was hinter mir. Wie viele. Die haben es echt auf mich abgesehen. So, er dreht schon ab. So, das war die. Schon wieder ein Feindensicht. Hey, da. Den muss man irgendwie. Der war echt schwer zum Abschießen, der blöde Hai. Aber ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Echt nur noch zwei Leben. Dass das Schiff nie mehr als vier Leben bekommt, ist schon ein bisschen Jammer. Hätte ich den Geldsack hier zum Abschießen. Okay, ein bisschen Geld kommt. Und da ist wieder ein Wirbelsturm. Oi. Das heißt, ich kann dann noch nicht hin, weil der Wirbelsturm, der haut mich natürlich wieder weg. War mir eigentlich klar, dass es mit dieser Meeresverengung hier irgendwas auf sich haben wird. Ich dachte eigentlich eher auf Endboss, aber Wirbelsturm. Sollen wir mal einfach in den Wirbelsturm reinfahren? Ich meine, was soll passieren? Einfach mal in den Wirbelsturm reinfahren und schauen, was passiert hier. So, los, auf geht's. Noch Steuerbord, volle Kraft voraus, rein in den Wirbelsturm. Was kann da schon schief gehen? Einfach mal einen Wirbelsturm abschießen mit der Kanone. Bin gespannt, ob das geht. Was passiert? Nein, es wird mich wahrscheinlich wegwehen. Aber wohin ist die Frage? So nah und doch so fern. Der Wirbelsturm erfasst mich und er wirbelt mich wo ganz anders hin. Okay. Mir ist schwindelig. Ich kotze gleich. Der Wirbelsturm lässt uns eindeutig nicht in die Nähe der Insel. Was soll's? Vielleicht sollten wir die Gegend nach Hinweisen absuchen. Ja, ich habe eine Nase für Hinweise. Nämlich meine Nase sagt mir, ich sollte mal da rüberfahren. Und wir sollten mal da vor Anker gehen. Schauen wir mal. Die Frage ist, ob ich da so weit hinkomme mit zwei, na drei Leben habe ich. Eigentlich habe ich irgendwie wieder ein Leben dazu bekommen. Cool. Aha, Geld, sehr gut. Immer die Augen offen halten. Überall sind die Büro. Da ist eine Insel, die nicht eingezeichnet ist, oder? Ist eine Insel, die nicht eingezeichnet ist? Hä? Was macht er denn? Ja, da ist eine Insel, die nicht eingezeichnet ist. Ich habe eine Insel entdeckt. Schau da, diese Insel ist nicht auf unserer Karte verzeichnet. Na sowas. Das sieht so aus, als könnten wir anlegen. Na, wenn das nicht ein Hinweis ist, setz die Segel auf die neue Insel. Sofort abbrechen, Route abbrechen, sofort neue Route setzen. Ja, na, das war wohl ganz geschickt, dass wir hier dem Weg gefolgt sind. Also, dass wir uns hier vom Wirbelsturm haben wegtragen lassen. Geh weg, blöder Pirat. So, angelegt. Die Labyrinthinsel. Oh. Oh, die schaut irgendwie kompliziert aus.
Heieieiei, was uns hier wohl erwartet? Faszinierende Insel, findest du nicht, Kleiner? Ich liebe das offene Meer. Die haben diese kleinen Inseln wirklich dazu genutzt, oft um so Minispiele zu etablieren. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wobei, ich habe so das Gefühl, dass ich bei diesem Labyrinth vielleicht noch ein bisschen kotzen werde. Könnte passieren. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Ja, das stimmt. Das mag ich an diesen. Es ist schon sehr open-world-lastig, dieses Spiel. Warum ist hier ein, so ein. Kann ich da graben? Das schaut mir doch verdächtig aus hier. Nö. Schaut so verdächtig aus. Hier gibt es einen Hinweis vielleicht. Schatzlabyrinth, Ruhmeshalle, gegenwärtig keiner. Aha. Da geht es irgendwie um Zeit, oder was? Noch ein Hinweis? Boink, boink. Willkommen zum Schatzlabyrinth. Sollen wir gleich anfangen oder willst du zuerst die Regeln hören? Regeln? Das Ziel des Spielers ist es, alle meine Kumpel mit deinem Schwert zu erwischen, bevor die Zeit um ist. Du gewinnst, wenn du den Schatz schnappen kannst, der erscheint, nachdem du alle erledigt hast. Das Labyrinth hat 3 Schwierigkeitsgrade. Oh oh. Jedes Mal, wenn du gewinnst, steigt der Schwierigkeitsgrad um 1. Versuche alle Level zu bezwingen und setze deine Items weise ein. Wenn dir das gelingt, graviere ich deinen Namen in die Steintafel. Wow, eine Steintafel, wo mein Name draufsteht. Richtig cool. So, sollen wir anfangen? Okay, ich versuch's. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist so eine Zusatzquest. Ich glaube nicht, dass man die machen muss fürs Spiel irgendwie. Aber schauen wir mal. Ich glaube, dass ich hier ein paar Tropfen ernten kann, sonst nichts. So, verstanden. Dein derzeitiges Level ist Anfänger. Sehr gut. Ein Obin kostet mich 20 Versuche. Das ist natürlich, ich bin jetzt nicht so gut in Kohle, aber ich probiere es trotzdem. Okay. 4 meiner Kumpel werden auftauchen. Hau den Schalter um, das Spiel beginnt. Ich nehme mir dabei eine andere Waffe. Nehme ich den Enterhaken. Okay, los geht's. Los geht's. Link, warum haut er nicht? Ah, die muss ich erwischen. Ich zeichne die auf der Karte ein, ich bin schlau. Geht das? Menü. Karte. Also vielleicht sind sie eh die ganze Zeit eingezeichnet, aber falls nicht, habe ich hier einen Vorteil. Wir müssen dann mal zu dem hier und das schaut eher schlecht aus, der Weg. So, da rüber. So, da haben wir Nummer 1. Den haben wir mal drauf. Nummer 1 gefunden. Jetzt müssen wir oben und rechts müssen wir, okay. Ach gut, sie ist eingezeichnet, weil die verschwinden tatsächlich. Wir hüpfen da rüber. Gehen da rauf, rüber. Da ist noch einer. Na, ich bin ja gar nicht. Hey, wieso geht das nicht? Zweiter. Unten. Alles blöd, man weiß nicht, wie viel Zeit wirklich es ist. Man hört es nur und kann es erahnen. So, Link, beeil dich. Da unten ist gleich der nächste. Ui, das ist eine Schatzruhe. Geschafft. Dritter. Oh, da kann ich nicht vorbei. Wieso kann ich da nicht vorbei? Mist, verdammt. Oh, das ist eine Schatzruhe. Da kann ich auch nicht hin. Ah, übel. Übel. Ich muss da irgendwie runter. Da kann ich auch nicht vorbei. Oh Mann, ich bin da irgendwie richtig in der Sacker. Wie habe ich mich denn da rein manövriert? Verdammt. Das habe ich richtig schlecht gemacht. Ich komme ja da nicht durch, oder? Nein, da komme ich nicht durch. Ich komme da nicht durch. Ich komme. Darauf kann ich gehen. Bringt mich das irgendwie. Ich komme da nicht drüber. Ich habe mich da echt einfach nur ins Ausgesetzt hier. Mann. Der Weg war richtig übel. Ja, der Weg war richtig, richtig Pech gehabt. Ich probiere es aber nochmal. Habe ich noch 20 Rubine? Ich glaube schon. Ich hätte da nicht drauf gehen dürfen, so.
Ich muss zuerst die unteren machen und dann erst drauf gehen. Das ist wahrscheinlich die beste Strategie. Ich schaue mal auf den Plan. Wenn ich reingehe, runtergehe. Ich muss zuerst den rechts unten machen. Ich mache zuerst den rechts unten, dann mache ich den links und dann, aber ich zeichne es noch besser ein auf der Karte. Außer natürlich, die ändern sich, die ändern den Standort. Das wäre natürlich ganz fies. Wir haben uns so klein eingezeichnet gehabt hier. So, da. So, nochmal 20. Ja. Ja, Anfänger, 20 Rubine. Yo, geht schon. Yo, gönn dir. So. So, wie soll ich gesagt, zuerst den rechten machen. Versuchen den rechten zuerst zu machen. Also den Schalter muss ich drücken. Zuerst rechts, links, dann oben. Und währenddessen so viele Schalter aktivieren wie möglich vielleicht. Nicht an allen vorbeirennen, so wie ich vorhin. So, okay. Laufen, 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 laufen. Immer mit einem Blick auf die Karte. Ich kann da nicht durchrennen. Okay, das ist natürlich nicht ganz so. Wieso kann ich da nicht... Ich komme da nicht... Oh ja, ich komme da rein. Sehr gut. So, jetzt muss ich den linken nehmen. Das geht sich mit der Zeit einfach nie aus. Das geht sich einfach in der Zeit nie aus. Ja, da komme ich nicht rüber. Da komme ich auch nicht... Ah, Moment, ich kann da mit dem Pfeil und Bogen... Ah, Abkürzung. Das ist ja cool. Jetzt gehen wir darauf. Muss ich da irgendwie den Schalter da erwischen? Perfekt. Zweiter. Und jetzt muss ich da ganz zurück. Wieder. Ah, ja, 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 ja. Sich das mit der Zeit ausgeht. Schwierig, schwierig, schwierig. So, rauf, 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 rüber. Ja, man muss wahrscheinlich mehr Abkürzungen nehmen, sonst wird es wahrscheinlich nicht gehen. Da habe ich aber noch einen. Batsch. Dritter. Kann ich die Karte... Moment, ich kann das anhalten, aber ich habe die falsche Karte erwischt. Karte. Da hält die Zeit an, glaube ich. Hoffe ich. Wenn ich da jetzt darauf gehe, ich muss da irgendwie rauf und rechts. Ah, das wird schwierig, da hinzukommen. Ich muss irgendwie über diese leichte Dinge. Schauen wir mal, ob das irgendwie geht. Nein, die Zeit ist gleich ab. Die Zeit ist gleich aus. Nur darauf. Nein, die Zeit ist aus. Man muss mehr Abschneider nehmen, okay. Aber ich habe einfach kein Geld mehr. Ich komme da wieder mal her, wenn ich wieder Geld habe. Cool. Cooles Labyrinth. Finde ich total spannend. Aber schwierig. Ich meine, das ist jetzt das weit leichteste Stufe eigentlich. Kann sein, dass ich mich natürlich vielleicht besonders ungeschickt anstelle. Es ist immerhin schon 23 Uhr. Du willst die Insel verlassen? Jo. Ich möchte jetzt eigentlich gern weiter zu der Insel, wo ich eigentlich hin wollte. So, ich gehe weiter hier. Wuppa, wuppa, wuppa. Schauen wir mal. Was uns hier auf der Insel erwartet. Hier muss eigentlich der letzte. Also, nein, das wird wahrscheinlich nicht der letzte Dungeon sein. Der letzte Dungeon ist wahrscheinlich dort, wo der Wirbelsturm ist. Und den müssen wir irgendwie mit Hilfe dieser Insel hier freischalten. Bin gespannt. Was meint ihr? Wo ist der nächste Dungeon? Ist der auf dieser Insel? Oder ist der auf der Insel, wo der Wirbelsturm die Insel blockiert? Könnte natürlich sein, dass es auf dieser Insel ist und die mit dem Wirbelsturm ist dann der End-End-Boss sozusagen. Glaube ich aber nicht, weil ich glaube, der End-End-Boss ist auf der Startinsel. Bin gespannt, ist auf jeden Fall nicht mehr weit hier bis zum Ende des Spiels.
Ich tippe mal drauf, ich sag mal, 3 Folgen werde ich noch brauchen. Na, 3 Folgen mit, wenn ich mich nicht zu schlecht anstelle. Ich spiele es ja nicht auf 100%. Das ist auch ohne Komplettauflösung auf 100% spielen, ist jetzt auch, ich sage jetzt mal, nicht das Wahre. Es gibt natürlich Leute, die haben dann schon sowas auch Spaß, aber wenn ich 100% spiele, dann mit Komplettauflösung. Wie macht ihr das? 100% spielen ohne Komplettauflösung? Schon hart. Gut, scheint ausgestorben zu sein, aber dieser Ort war nicht immer so leer. Ich frage mich, ob nicht ein großes Geheimnis hier irgendwo versteckt ist. Du hast es vielleicht gut. Ich kümmere mich um das Schiff, geh und erlebe Abenteuer auf der Insel. Ja, ich hab's gut, ich erlebe Abenteuer und du stinkst hier rum auf dem öden Schiff. Ich schau mal, ob da irgendwas drin ist. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen hier mal die Insel an hier. Und ich gönne mir mal einen Schluck Wasser hier für zwischendurch. Mir ist auch die Hand schon wieder ein bisschen eingeschlafen. Das Wii U Gamepad ist auf Dauer schwerer, als man glaubt. Und man kann ja die emulierten DS-Spiele nur mit dem Stift spielen natürlich und nur mit dem Gamepad von der Wii U. Und die ganze Zeit mit einer Hand das Gamepad halten, ja, das erfordert einfach Muskelkraft. Wenn ich wieder merke, dass mir die Hand morgen wehtut, dann ist das vielleicht nicht vom Schnitt im Finger, sondern vom Halten des Gamepads. So, mal ein paar Fässer hier verzerdeppen. Hier ist kein anderer Eingang, oder? Nur den hier, sehe ich hier. Nochmal kurz absuchen. Nope. Hier rum liegt der Geld. Da liegt Geld rum. Geld, das rumliegt, sehr verdächtig. So, schauen wir rein in die Höhle. Ich glaube, das ist ein ganz furchtbares Geheimnis, auf das wir hier stoßen werden, warum hier alle Leute weg sind. Es ist wirklich irgendwas ganz Tragisches passiert. Ah, ist das ein... Auf dem Schreibtisch liegt ein Buch. War etwa unser Romantiker hier? Könnt ihr euch noch an den Romantiker erinnern, der seine Familie verlassen hat, um die Romantik zu suchen? Jetzt muss ich wieder so oft Romantik sagen. So. Ah, ist ein Forschungstagebuch, okay. Normalerweise ist auf einer Karte oben Norden und Süden, rechts Osten und links Westen. Aber als ich heute auf die Karte blickte, entdeckte ich das Geheimnis dieser Insel. Diese Insel ist geformt wie das Profil von jemandem, der eine Krone trägt. Hä? Schaut aus wie eine Schildkröte, die eine Krone trägt, oder? Hä? Das schaut aus, als würde jemand eine Krone tragen, die Insel. Naja, okay. Schon irgendwie, aber es ist schon ziemlich abstrakt, sagen wir mal so. Schaut aus wie so ein Schildkrötenkopf eigentlich. Das da ganz rechts hier, so. Das schaut eher aus wie ein Kopf, Augen, Mund. Okay. Er sieht nach Osten und wenn du genauer hinsiehst, kannst du seine Augen... Er sieht nach Osten. Ja. Und seine Mund erkennen. Ja, den erkenne ich. Ich wette ein großes Geheimnis über das... Ist hier, okay. Es ist irgendwo bei dem Auge. Ist hier wo ein Versteck. Morgen werde ich zum Tempel am östlichen Zipfel gehen. Es ist Zeit zu beweisen, dass ich in meinem Artikel für die Ruinenrundschau geschrieben habe. Er schreibt für die Ruinenrundschau. Und wenn man dir für die Ruinenrundschau schreibt, Ruinenrundschau, übrigens ein super Zungenbrecher, dann muss man schon richtig OP sein, dann muss man ein richtig cooler Typ sein. Und da riskiert natürlich alles. Also sonst kommt man ja nicht in die Ruinenrundschau. Die Ruinenrundschau, ich wette, es gibt ja für alles Zeitungen. Es würde mich nicht wundern, wenn es echt eine Zeitung für Ruinen gibt.
Dort soll es unglaublich kryptische Rätsel geben, aber mit meinem Forscherinstinkt sollte es mir schon gelingen, das Rätsel zu lösen. Ich werde den Smaragdstall finden und es allen zeigen. Ja, ich hätte den auch gerne. Das ist nicht der letzte Stall, der mir fehlt. Smaragdstall! Hey, Rob 64, glaubst du, der Stahl ist auf dieser Insel? Hört sich zumindest so an. Dann ist es vielleicht doch so, dass auf dieser Insel hier der Stahl ist und die Insel mit dem Wirbelsturm die letzte ist. Ich denke, es lohnt sich zu suchen. Da sind noch mehr Bücher. Lass uns lesen. Ja, lesen, vorlesen. Juhu, im Live vorlesen. Das ist überhaupt, das taugt man mal am meisten, wie ihr wisst. Da, ist da was versteckt hier? Nope, hier ist nichts versteckt. Aber vielleicht sollte ich schon mal einkreisen hier. Ich sollte mal auf der Karte einkreisen, dass hier, hier irgendwo was versteckt ist. Im Kopf, hat er ja gesagt. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wir lesen hier von rechts nach links durch. Ruinenrundschau, Rätsel der verlorenen alten Zivilisation. Ausgabe Nummer 4. Die kleine Insel. Das ist Ausgabe Nummer 4. Ich möchte mit Ausgabe Nummer 1 anfangen. Das ist wahrscheinlich Ausgabe Nummer 1, oder? Ist das Ausgabe Nummer 1? Ruinenrundschau, Rätsel der verlorenen alten Zivilisation. Ausgabe 1. Ja, okay. Es ist schon wichtig, dass man die Ruinenrundschau in der richtigen Reihenfolge liest, weil sonst erschließt einen nicht eben die Komplexität dieses ganzen Rätsels. Ich rede irgendwas, ich habe keinen Plan. Das Rätsel der Zivilisation des Daiku-Königreiches. In den Gewässern, regiert vom Meereskönig, gab es ein hochkultiviertes Königreich namens Daiku. Es war glorreicher als jedes andere Königreich, bis es plötzlich aus der Geschichte verschwand. Das erinnert mich doch sehr an eine Geschichte, die es bei uns hier gibt, in dieser Realität. Regiert vom König und seinen vier Rittern, enthielt der Tempel einst einen großen Schatz. Okay. Erinnert doch hart an Atlantis, oder? Ruinenrundschau, Rätsel der verlorenen alten Zivilisation. Ausgabe Nummer 2, versteckte Schätze, der Smaragdstahl. Versteckt in der See gibt es drei Stele, einer davon ist der Smaragdstahl. Die Legende sagt, es gibt von diesen Stelen jeweils nur ein Exemplar. Es heißt, dass einer davon im Daiku-Königreich aufbewahrt wird. Okay. Ruinenrundschau, Rätsel der verlorenen alten Zivilisation. Ausgabe Nummer 3. Verlorenes Königreich. Wo ist die Insel? Die Insel der Träume hin. Manche sagen, es gibt eine Insel voller Schätze im Daiku-Königreich. Das war wahrscheinlich die Insel, die wir vorhin besucht haben, oder? Aber niemand hat sie je gesehen. Eine alte Legende, die von dieser Insel der Träume erzählt, besagt, dass man zu Daiku-Königreich zu gelangen, die Erlaubnis auf der Insel der Toten einholen muss. Aha, wir müssen auf der Insel der Toten die Erlaubnis einholen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan mehr, wo die Insel der Toten war. War die Insel der Toten dort, wo der Schmied war? Ich hab keine Ahnung mehr. Ist zu lang her. Ruinenrundschau, Rätsel der verlorenen alten Zivilisation. Ausgabe Nummer 4. Die kleine Insel der Daiku-Königreiches. In der Gegend des Meeres der Daiku-Königreichs gibt es eine kleine, unentdeckte Insel. Es gibt zahlreiche Wunder in diesem Königreich der Träume. Es ist halt hier irgendwo noch eine Insel versteckt. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie unbedingt von der reden, wo wir vorhin waren. Ich glaube, da reden sie noch von einer anderen, also nicht von dieser Labyrinthinsel. Oder ich muss wirklich die Labyrinthinsel noch machen? Ich glaube aber nicht. Gut, wir gehen hier weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Ah, hier geht's weiter, ja. Okay. Ganz interessant hier.
die Ruinenrundschau. Und was machen Sie so beruflich? Ja, ich schreibe für die Ruinenrundschau. Der schießt mich hier ab. Du kriegst einen Pfeil rein. Du kriegst noch einen Pfeil rein. Und du kriegst noch einen Pfeil rein. So, ich mag nicht die Dinge. Ah, noch einer. Ah, ja, 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 ja. Ich möchte aber nicht so viele Pfeile verschwenden. Ich gebe dir. Geht das mit dem auch? Und nochmal. Kann ich den damit besiegen? Ja. Ja, es geht. Gut, wieder Geld eingesammelt. Wunderbar. Wo geht's hier weiter? Ah, da hinten geht's weiter. Ah, da geht's auch weiter. Hier ist ein Geheimweg. Und einfach mal den Kopf weggenommen. Das scheint eine gute Methode zu sein. Dem Skelett den Kopf wegnehmen. Kennen wir ja aus anderen Zelda-Teilen, fällt mir ein, oder? Dem Skelett den Kopf wegnehmen? Das gab's ja auch bei Breath of the Wild. Krass eigentlich. Ist mir nie aufgefallen bei Breath of the Wild Spielen, dass diese Mechanik mit dem Kopf wegnehmen schon älter ist. Wieder was gelernt bei Zelda. Interessant. Nintendo zieht es echt immer durch. Gut, was hat er hier einen Hinweis für mich? Nein, der hat keinen Hinweis. Wieso hat er keinen Hinweis für mich, der tote Mann hier? Oh, der haut mir mit den Knochen auf den Kopf. Und ich zerhau dir die Knochen. So. Da ist irgendwie. Die haben keinen Hinweis hier für mich. Ich erkunde mal vorher da oben hier, was hier ist. Aha, hier ist mein Hinweis. Hier ruhen die sechs Weisen, die den Weg zum Tempel kennen. Die, die den Weg nicht kennen, werden den Phantomkorridor niemals überwinden. Okay. Es gibt, man muss wohl irgendeinen Weg herausfinden. Gib mir mal deinen Kopf, Mann. So, gib mir den Kopf her. So. Kann ich da durch? Einfach mal berühren? Nope. Ja, da muss man wohl irgendwie einen Schalter hier machen. Man muss hier wohl irgendeinen Weg durchfinden. Ich denke mal, dass das Gräber da oben sind. Da muss man dann wohl einen Weg durchfinden. Ist jetzt mal so meine Vermutung. Ich habe keinen Plan. Hab das ja noch nie gespielt, dieses Spiel soweit. Ich hab's, also jetzt, wo ich so weit gespielt habe, weiß ich, dass ich das Spiel damals vielleicht ein 10% gespielt habe oder vielleicht 5%. Weiß gar nicht mehr, warum ich damals aufgegeben habe, es durchzuspielen. Keine Ahnung, aber das war damals schwierig. Da gab es ja so viele gute Spiele zu der Zeit. Wobei war nicht. Es ist ja momentan auch nicht viel anders. Es gibt ja momentan auch so viele gute Games auf der Switch, dass man es kaum aushält. Ah, der hat mich fest. Lass mich los hier. Vor allem Indie-Spiele habe ich momentan echt das Problem, dass ich nicht mit dem Zocken nicht annähernd nachkomme. Es ist eigentlich ganz furchtbar, dass es so viele lässige Indie-Games auf der Switch gibt. Wie dieses Mountainbike-Spiel. Dann das Autorennspiel, das ich euch heute vorgestellt habe am Anfang. Und ja, da werden einfach noch so viele tausende, nein, wirklich fast tausende Spiele, die ich noch gerne spielen würde. Aber ist eigentlich nutzlos, weil so viel Zeit hat man dann gar nicht. Und dieses Fußballspiel, das möchte ich eigentlich auch noch weiterspielen. Der Humor von diesem Fußballspiel ist einfach Wahnsinn, einfach gigantisch. Und von den Typen, die dieses Fußballspiel gemacht haben, ohne Ahnung von Fußball zu haben, zumindest behaupten sie das. Und so wie das Fußballspiel auf sich anfühlt, ist es gar nicht so weit hergeholt. So, komm schon. Ja, Kopf her. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich hier vielleicht irgendwas versäumt. Da ist noch einer. Gib mir den Kopf. Kopf her. Ja. Batz. So, da werden wir hier alles weglooten. Bäume anrempeln. Das habe ich eigentlich ganz selten mal gemacht, aber es bringt anscheinend auch nicht viel. Und das Rollen ist echt schlecht gemacht. Also das Rollen finde ich, das mit der Seite mit dem Stift kreisen, also muss am Seite vom Display mit dem Stift reisen. Bin ich kein Fan davon. Moment, da ist noch ein Gegner. Vielleicht kriege ich was, wenn ich alle Gegner platt mache. Vielleicht kriege ich was? Nein. Aber ich habe alle Gegner platt gemacht. Aber ich krieg nichts. Da oben ist ein Schatz drüber versteckt, okay.
Ich schau mal kurz in die Pyramide rein. Das ist eine Pyramide. Müssen wir reinschauen, was da drinnen ist. Ist jetzt einfach der Dungeon, oder was? Dieser hier. Hoppala. Da habe ich mich am Schild hochgezogen. Aber warum habe ich keine Dungeon-Karte, wenn das ein Dungeon ist? Komisch. Schauen wir mal. Steht hier. Die drei Heiligen. Der heilige Baum wächst am Kinn des Königs. Der heilige Baum wächst am Kinn des Königs. Gehe von dort aus 13 Felder nach Westen und 7 Felder nach Norden. Oh Gott. Okay. Vom Kinn. Ich soll vom Kinn 13 Felder nach Westen und 7 Felder nach Norden gehen. Aber ich weiß, so weiß ich so genau, wo das Kinn ist. Muss man das nochmal durchlesen. Der Pfad zum Friedhof, wo die 6 Waisenruhen versteckt. Okay, ich muss es nochmal durchlesen, kurz. Der heilige Baum wächst am Kinn des Königs. Ah, dort, wo der Baum wächst beim Kinn. Okay. Geh von dort 13 Felder nach Westen und 17 nach Norden. Okay. Tragen wir uns mal ein. Vom Kinn. 13 Felder nach Westen. Und 7 Felder. Moment, mit löschen, das kann man nicht lesen. Und 7 Felder nach Norden. Aber es wird schwierig, weil hat uns der nicht gesagt, dass hier die Himmelsrichtungen auf dieser Insel vertauscht sind? Schauen wir mal. 13 Westen, 7 Norden. Okay, ich habe es mal notiert. Was gibt's hier zum Lesen? Die Ruhestätte des vierten Ritters. Phantomkorridor voraus. Die den Weg des sechsten Weisen nicht kennen, sind dem Tode geweiht. Und dann schaut sich das. Ich glaube, das ist ein richtig schweres Rätsel. Und das sind nochmal Hinweise. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt, ich glaube, jetzt wird es richtig hart. Oder ist das der gleiche nochmal? Aha, das ist so ein unendliches Weg. Ich kann immer weitergehen und kommen. Aha. Wo bin ich jetzt? Das ist irgendwie so ein komischer Geheimweg. Aber der sagt mir was. Wer hätte gedacht, dass es so weit kommen würde? Mein Name ist... Ach, das war der Autor von dieser Zeitung. Ich war einst ein berühmter Forscher. Ich bin in den Phantomkorridor gegangen, ohne das Rätsel am Eingang zu lösen. Aber ich kam nicht mehr heraus. Schau, was passiert ist. Dieses Labyrinth ist Wahnsinn. Wenn du nicht weißt, wo du lang musst, gehst du am Ende im Kreis. Im Kreis. Wenn du zweimal nach unten gehst, solltest du zum Ausgang kommen. Wenn du das Rätsel noch nicht gelöst hast, findest du den Ausgang. Flieh so lang, sondern ganz anders, was wird dir wie mir die Puste ausgehen und du wirst die Skelett und wir. Okay, wir müssen hier das Rätsel zuerst lösen. Aber interessant, das mit diesen unendlichen Wegen, wenn man den Weg nicht kennt, dass es unendlich in eine Richtung geht, das gab es ja schon in den ganz alten Zelda-Teilen. Das gab es sogar schon beim ersten Zelda-Teil, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das gab es beim ersten Zelda-Teil, das gab es bei Zelda am Game Boy, Zelda am Link's Awakening und wenn man im Windfischei drin ist, gab es das und ich weiß nicht, ob es das nicht noch irgendwo gab, sicher noch irgendwo. Ich glaube, im Super Nintendo gab es das auch. Also diese, auch hier die Mechanik eigentlich immer wieder ident. Gab es die Mechanik dieses komischen Dungeons, wo man unendlich weitergehen kann, wenn man nicht weiß, welche Kombination? Gab es die damals auch bei
Breath of the Wild? Kann ich mich jetzt nämlich nicht erinnern. Würde mich wundern, aber wenn es nicht so war. Schade, Breath of the Wild kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Sollte ich vielleicht irgendwann mal wieder zocken. Aber schwierig bei so vielen guten Spielen. Aber ich habe eh ein Jahr mit Breath of the Wild verbracht, also ich war eh brav. Gut, ich schau mal noch zum Kinn hier. Wo ist der Kinn? Das Kinn und der Baum. 13 nach Westen, nie ohne Seife waschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 7 nach Norden. Muss ich wahrscheinlich graben nach, oder? Hier mal den Schaufel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hehe. Okay. Da hüpfen wir noch rein. Es ist wieder soweit, wir hüpfen wieder wahllos in die Löcher. Ja, und damit wir es auch ja verstehen, zeigt uns Nintendo hier auch noch, dass wir hier sprengen müssen. Danke. Und falls ihr noch gar nicht verstanden hat, hier gibt es auch noch mal eine Portion Bomben zum Sprengen. Ich spreng jetzt aber nicht, ich schaue noch kurz nach links. Was gibt's hier? Fledermäuse. Noch mehr Fledermäuse. Und Steine, okay. Steine, die auf mich zurollen. Bombe. Und Hasta la Vista. Bam. Ah, ich liebe dieses Geräusch. Voll die Konditionierung hier mit diesem Geräusch, Belohnungsgeräusch. Ah, hier ist wieder... Das schaut noch richtig guten Loot aus, Leute. Was ist denn hier los? Also Leute, entweder haben wir hier richtig, richtig, richtig Geld zum Rubine zum Abräumen oder ist es eine Falle? Was meint ihr? Ein bisschen Angst, aber ich gehe natürlich rein. Ich gehe rein und hol's mir. Aber nein, es ist keine Falle. Interessant. Wow, gibt richtig gut Geld. Könnt schon mal raten, was in der Truhe drinnen ist. Soll ich das lesen, bevor ich die Truhe aufmache vielleicht noch? Sicher ist sicher. Was könnte in der Truhe drin sein? Ich tippe auf Geld. Wir haben hier viel Geld bekommen, vielleicht ist noch mehr Geld drin. Ich tippe auf Geld. Ein Tropfen, okay. Damit wäre meine Theorie widerlegt, dass nur in den goldenen Truhen die Tropfen drin sind. Okay. Hab mich nicht mehr erinnern können. Aber damit ist es klar, es können auch in den normalen Truhen Tropfen drin sein. Wie viele von diesen Tropfen haben wir? Schauen wir mal kurz in die Sammlung rein. 14, davon denen habe ich eh am meisten. Chatman hat auch gemeint, keine Falle, aber eine Karte. Ne? Schauen wir mal, was hier drinnen ist. Wende dich gegen Westen und schließe vom Auge des Königs aus einen Pfeil. Aha, vom Auge des Königs aus soll ich einen Pfeil abschießen? Ja, das mache ich doch gleich mal. Also die Rätseldichte wird jetzt zum Schluss schon sehr hoch, merke ich. Da glaubt man, ist relativ am... Wow, wie komme ich da eigentlich... Wow, das ist irgendwie... Ich werde hier gerade richtig, richtig weggebrezelt. Und zum Glück habe ich so viel Leben. Das Fledermaus. Und ich werde richtig weggekillt. Auch ein Fledermaus. Wo muss ich hin hier? Ich kenne mich nicht aus. Bin im Stress. Hab keine Karte. Warum habe ich hier keine Karte? Okay, wo komme ich hier raus? Wo komme ich jetzt hier raus? Ich bin gespannt. Ah, okay. Vom Auge des Königs soll ich einen Pfeil abschießen? Das Auge des Königs. Ah, wieder eine Schatzruhe. Und es darf wieder geraten werden. Ich tippe diesmal wieder einen Tropfen. Ja, warum nicht? Diesmal ist es eine Schatzkarte. Okay. Sehr gut. Von wo? Noch nie ohne
Wohin sollte ich schießen von hier einem Pfeil? Ich schieße einfach in jede Richtung, ist doch egal. Habe ich es mir halt nicht gemerkt, ich schieße einfach in jede Richtung. Ich schieße mal in die Richtung, in, was ist, in die war es aber gleich auf keinen Fall. Schauen wir mal in die Richtung. Ne. Auch nicht. Vielleicht von hier? Ich erkenne hier auch gar nichts auf der Karte. Vielleicht, wenn ich ganz nach links gehe, dass ich da rüber. Ah, da drüben, da sehe ich was. Man sieht es ganz leicht, sieht man es? Zack. Und was ist es? Da geht jetzt die Tür auf. Wunderbar. Ah, nicht schießen, Link. War ein cooles Rätsel. Also das mit dem Auge und dem Baum und die Schritte gehen und jetzt hier nochmal den Schalter. Finde ich gut. Gefällt mir. So, aber bevor wir da reingehen, es ist 23.26 Uhr. Ich würde sagen, das ist eine gute Zeit, um hier eine Pause einzulegen. Wir wollen ja noch viel Spaß mit Zelda haben. Wir noch viele, viele Wochen Spaß haben. Nein, ich glaube 4 Wochen oder so. Viermal wird es wahrscheinlich noch sein, hier bis zum Endgegner. Speicherpunkt erstellen. Dann speichern wir uns hier mal ab. Und beim nächsten Mal mit weniger Panne. Ich muss mich echt erst an die neue Capture-Karte hier gewöhnen und schauen, wie ich hier das Beste raushol. Weil ohne Vorschau macht mich das alles ein bisschen fertig. Danke an den Chat heute nochmal für das Helfen, weil ich wäre sonst echt verzweifelt. Ich hätte echt gedacht, dass der Stream nicht funktioniert. Gut, gehen wir mal zu zurück zu Talk. Hier haben wir noch die Truhe, die ich geöffnet habe vorhin. So, da. Ja, wie schaut's aus? Nächste Woche wieder 21.30 Uhr geht es weiter mit Zelda und ein bisschen über Games quatschen vorher, wie immer. Es sollte mir nichts dazwischen kommen. Nein, es ist in den letzten 100 Folgen nichts dazwischen kommen. Es wird mir sicher nichts dazwischen kommen, sage ich mal. Und nächste Woche gibt es wieder eine Kiste, eine Retro-Kiste. Ich öffne ja immer wieder eine Kiste mit meinen alten Videospielen, mit meiner alten Sammlung, die ich versuche auch ein bisschen zu reduzieren und zu verkaufen. Und diesmal öffne ich eine Kiste, also die Woche, was war denn da drinnen? Ich glaube, die nächste Woche kommt Game Gear dran. Game Gear kommt nächste Woche dran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich kann auch schon ein bisschen spoilern, übernächstes Mal kommt dann Atari dran. Ich habe auch eine viel zu große Sammlung an Atari-Spielen. Weiß eigentlich keiner warum. Ich habe eigentlich keinen Fernseher mehr, wo ich Atari spielen kann. Ich habe nichts mehr mit TV-Anschluss, also mit Antennenanschluss. Eigentlich eine Schande. Könnte man sich aber einen Adapter kaufen. Ich weiß, da gibt es relativ teure Adapter von Antennenanschluss auf HDMI und sonstiges. Aber ich glaube, das lasse ich. Atari Let's Plays, damit quäle ich euch nicht. Ich weiß, das will echt niemand mehr sehen. Das pack sogar ich nicht mehr. Und ich bin echt ein Retro-Fan. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Dabeisein. Danke an den Chat für die Hilfe. Danke an Tami für dieses wunderbare Gewinnspiel. Und diese Schatzkistenöffnung, da hatte ich viel Spaß. Und nächsten Sonntag geht es weiter. Mal schauen, vielleicht bekomme ich für nächste Woche wieder einen Anrufer rein. Ein kleiner Anrufer, so wie vor einigen Wochen. Ciao, schönen Sonntag, zockt noch was und geht dann ins Bett. Es ist schon spät, ab in die Heia mit euch. Ich verlinke euch noch was zum Weiterschauen für alle, die später zuschauen, die das nicht live schauen. Und ich bin raus. Gute Nacht.